Ja, die Bude ist voll, großartig. Die Hamburger Schanze begrüßt Deutschland. Wir haben jetzt gerade 173 Teilnehmer an Bord. Das ist für uns ein neuer Rekord. Wer hätte vor 3 Wochen gedacht, dass wir hier zusammen Kaffee trinken und dass wir hier im Homeoffice sitzen? Und ja, wer hat es erfunden, würden die Schweizer sagen. Ja, sie lächelt aus Berlin. Richtig, das ist unsere aktive DUB-Herausgeberin, Ex-Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypris. Sie sprach mich an und sagte, wollen wir ein Sorgentelefon für die Unternehmer machen? Aus diesem Sorgentelefon ist jetzt eine Reihe geworden. Und sie hat auch den Vizekanzler, Ex-Bundeswirtschaftsminister und Außenminister Sigmar Gabriel für heute eingeladen. Und er sitzt nicht in New York, sondern in Goslar, aber ist mit New Yorker Atmosphäre zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Gabriel. Toll, dass Sie dabei sind und Sie haben ja auch schon mit einer Forderung kürzlich Vermögensumverteilung nach Corona-Krise, nach dem Vorbild des Lastenausgleichsgesetzes nach dem Zweiten Weltkrieg uns Unternehmer sehr happy gemacht, aber da können wir gleich noch vielleicht noch einiges zu sagen. Ich habe auch Verstärkung da und zwar auf meinem virtuellen Moderatoren-Sofa habe ich prominente Unterstützung und die Diskussion werden wir so ein bisschen in 2 Halbzeiten einteilen. Das eine ist Restart, wir sprechen über Restart und in der Halbzeit 1, wie bekommen wir die Wirtschaft wieder in Gang? Und da würde ich Sie gleich bitten, Herr Gabriel, dass Sie uns so ein bisschen Ihre Gedanken mitteilen, wie Sie das sehen mit Ihrer Kompetenz. Und dann habe ich hier an Bord Frau aus Baden-Baden, Frau Antje Liminski, sie ist CEO von Grenke, von der Grenke AG. Genau, da sitzt sie. Dann sollte er eigentlich an Bord sein, den habe ich auch noch nicht gesehen, Herr Wilfried Eberhardt, CMO und Aufsichtsrat von der KUKA AG. Dann als drittes, Generali ist sehr stark vertreten. Ich sehe auf jeden Fall, dass die Frau Dr. Timmisfeld da ist, dass der Giulio Benedetti und Francesco Leone, die werden auch entsprechend Fragen stellen aus Versicherungssicht. Und gesehen habe ich auf jeden Fall schon Dr. Andreas Lutz. Er ist Chef und Gründer der Selbstständigen Deutschland, des Verbandes der Selbstständigen in Deutschland. Das wäre sozusagen erstmal unser Setting für die erste Halbzeit, um das voll zu machen. Die zweite Halbzeit diskutiert dann mein werter Kollege Michael Oehlmann. Er ist Herausgeber des Newsletters Die Deutsche Wirtschaft über das Thema Neue Welt. Wie nachhaltig verändert Corona unsere Wirtschaft? Und da hat er auch einige Experten an Bord, unter anderem Frank Thelen, den wir alle aus dem Fernsehen kennen. Er ist Seriengründer und Tech-Investor. Sana Rösner, die habe ich auch eben schon gesehen. Sie ist Chefin des Bundes Junger Unternehmer und CEO eines Familienunternehmens. Dr. Jens Kotlarski, Gründer von Yuanda Robotics. Jetzt wird es für mich ein bisschen schwer. Safdet Image, ich hoffe, ich habe es richtig ausgedrückt. Gründer und Geschäftsführer von Café Cultura. Und Dr. Philipp Olarek, Buchautor und Geschäftsführer von Evolu Consult. Das ist sozusagen, sind unsere Experten, die entsprechend auch in der ersten und zweiten Halbzeit zu Wort kommen. Und alles das, was wir sagen, wird dann über 4 Medienkanäle ausgespielt. 2 Newsletter, Printmagazin, Website, kann heute Nachmittag, heute Abend nachgelesen werden. Aber wir erreichen so auf jeden Fall 1,5 Millionen Entscheider. Und das ist schon mal ein Wort. Und ich glaube, dafür lohnt es sich jetzt zu diskutieren und den Leuten Orientierung zu geben. Das ist nämlich unsere Aufgabe. Das war mein Housekeeping und jetzt freue ich mich auf Herrn Gabriel, der als frischer Aufsichtsrat der Deutschen Bank eigentlich einen famosen Start hingelegt hat, nicht nur eigentlich, sondern ganz sicher. Ich bin nämlich leitgeprüfter Aktionär und seit Montag ist die Aktie um 20% gestiegen und das ist also so gesehen, finde ich, der richtige Mann, der uns Tipps und Ratschläge für den Restart geben kann, weil das hat er schon in Frankfurt mehr oder weniger bewiesen und von daher freuen wir uns darauf, Herr Gabriel, wenn Sie uns erläutern, wie Sie sozusagen den Restart sehen und was muss passieren, dass wir wieder in Tritt kommen. Heute Morgen, IFO hat bekannt gegeben, in 3 Monaten sind 30% aller Unternehmen platt, in 6 Monaten sind es 50%. Also die Dramatik in der Wirtschaft ist kaum zu überbieten. Vor allen Dingen der Mai, der wird uns alle noch ganz schön alles abverlangen, weil die Aufträge alle weggebrochen sind. Im April haben wir noch Überhang gehabt, vielfach. Aber der Mai, das ist schon eine Katastrophe, was sich da anbahnt. Von daher geben Sie uns Hoffnungspillen. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ob ich jetzt, wir werden ein bisschen zurückhalten mit der Aussage, dass ich verantwortlich bin für den guten Verlauf der Aktie der Deutschen Bank. Es gab mal einen Bundeskanzler, der
kandidiert hat gegen Helmut Kohl. Das war Gerd Schröder. Brigitte Tsipras erinnert sich vielleicht an den Wahlkampf. Und so in der Endphase von Kohl hellte sich der wirtschaftliche Hintergrund etwas auf. Schröder war noch gar nicht Kanzler, aber er sagte, das ist mein Aufschwung. Alleine die Hoffnung, dass Gerd Schröder Kanzler wäre, würde sozusagen die Märkte beflügeln. So weit würde ich ehrlich gesagt nicht gehen wollen mit Blick auf die Deutsche Bank, sondern, und damit will es dann auch bewenden lassen, ich glaube, dass sich einfach gelohnt hat, dass diese Bank unter der Leitung von Christian Sewing versucht, wieder eine Deutsche Bank zu werden. Ich glaube, das ist das, was sie dort versuchen und das finde ich unterstützenswert. Das war sie nämlich lange Zeit nicht. Und insofern hoffe ich, dass trotz der Pandemie das deutsche Bankensystem stabil bleibt. Jetzt zur Frage, was passiert gerade? Ich meine, ehrlich gesagt, wir sind natürlich mittendrin in der Entwicklung der Öffnung der Gesellschaft. Ich kann Ihnen jetzt auch nicht sagen, in welchen Geschwindigkeiten das vorangehen wird. Aber natürlich wird es in den nächsten Tagen und Wochen immer weitere Öffnungen geben. Nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, das ist sicherlich der Hauptgrund, aber weil es die Leute auch sonst, glaube ich, nicht mehr ertragen. Die psychologischen Auswirkungen sind ja nicht ganz ohne. Und wenn Sie einem Land mit 83 Millionen keine Hoffnung geben, sondern ihm jeden Tag nur erklären, Achtung, es könnte noch schlimmer werden, dann hat das irgendwann Folgen, die Sie auch politisch nicht beherrschen können. Aber natürlich ist einer der wesentlichen Gründe, warum es zu diesen Öffnungen kommen wird, dass wir auf der einen Seite es doch geschafft haben, die Infektionsrate so flach zu halten, dass die medizinischen Kapazitäten, vor allem die intensivmedizinischen Kapazitäten in Deutschland ausreichen. Es wird eher so sein, dass wir die jetzt nicht belegten Krankenhäuser in den nächsten Tagen und Wochen, glaube ich, wieder öffnen werden, weil natürlich immer die Gefahr besteht, dass sie eine gefährdete Gruppe, jetzt sozusagen diejenigen, die von Corona gefährdet sind, sonst gegen eine andere gefährdete Gruppe ausspielen, die andere Krankheiten haben und nicht rechtzeitig zum Arzt kommen oder nicht dauerhaft unter medizinischer Betreuung sind. Übrigens, die Gefährdung wirtschaftlicher Entwicklung hat auch Folgen für das Gesundheitssystem. Die Tatsache, dass es uns gelingt, oder jedenfalls bislang besser gelingt als anderen Ländern, mit der Pandemie umzugehen, hat auch was mit der Leistungsfähigkeit des deutschen Gesundheitssystems zu tun. Wir alle meckern ja über das deutsche Gesundheitssystem jeden Tag, jedenfalls vor der Krise, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir im Ausland krank werden. Dann versuchen wir nichts anderes, als schnell nach Hause zu kommen. Das ist ja eine Paradoxie, die Deutschen gut kennen. Natürlich ist nicht alles in Ordnung bei uns. Ich komme aus einer Familie, wo ich der Einzige bin, der nichts Anständiges gelernt hat und deshalb Politiker geworden bin. Alle anderen arbeiten in der Pflege bei mir in der Familie. Sie können sich vorstellen, dass die Debatte über den Zustand der Pflege bei uns Alltagsgegenstand in der Familie ist. Trotzdem ist dieses Gesundheitssystem ganz gut ausgestattet. Das hat aber eine Voraussetzung, nämlich dass man das bezahlen kann. Und das wiederum hat die Voraussetzung, dass Wirtschaft funktioniert. Eine dauerhafte Schädigung des wirtschaftlichen Erfolgs Deutschland gefährdet die Kranken von morgen, weil sie dann ein schlechteres Gesundheitssystem vorfinden werden als die Kranken von heute. Das zeigt ein bisschen, dass die Debatte über entweder Wirtschaft oder Gesundheit eine ziemlich idiotische Diskussion ist. Übrigens auch, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht Lockerungen hätten schneller funktionieren können, um die Wirtschaft nicht so stark zu schädigen. Die große Sorge, die alle haben, ist die sogenannte zweite Welle. Also sie öffnen zu schnell und es kommt zu einer zweiten Infektionswelle. Dann sind nicht nur alle Erfolge hin, die sie vorher geschafft haben, sondern die finanzpolitische Bazooka, wie das ja heute genannt wird, wir haben uns ja an so eine Kriegsrhetorik gewöhnt, die ist dann leer. Also sie werden dann nicht das zweite Mal solche Rettungspakete für die Wirtschaft in Gang setzen können, wie wir es jetzt gemacht haben. Deswegen gibt es auch in Hinsicht auf die Frage Lockdown ja oder nein auch keine sinnvolle Alternative zwischen Wirtschaft und Gesundheit, weil alles, was gesundheitlich schief geht, hat hinterher ökonomische Folgen. Alles, was ökonomisch dauerhaft schief geht, hat hinterher gesundheitliche Folgen. Deswegen habe ich die Debatte nie ganz vernünftig gefunden. Trotzdem wird es jetzt so sein, dass in dem Rahmen, wie wir merken, dass die Infektionsrate flach bleibt,
sicherlich die Öffnungen vorangehen werden. Das, was am schwierigsten werden wird, ist das Gaststätten- und Hotelgewerbe, übrigens selbst bei Öffnung. Viele Bereiche im Tourismus werden ja nicht auf einmal deshalb gleich wieder nach oben schwellen, weil die Leute ihre Urlaube nachholen. Das werden sie natürlich nicht machen. Sie werden vielleicht sogar zurückhaltend sein, sich dem Risiko eines Urlaubs in einer Umgebung auszusetzen, bei der sie jetzt immer irgendwie im Hintergrund haben, außerhalb meiner vier Wände sitzen überall Viren und lauern auf mich. Ich weiß nicht, wie das Geschäftsmodell von Airbnb beispielsweise nach der Krise entwickeln wird. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Leute, wenn sie denn in Urlaub fahren, dann doch lieber in ein Hotel fahren, bei dem sie sicher sind, dass es einmal am Tag gesäubert wird. Das alles wissen wir noch nicht. Das ist eine sehr schwierige Lage für den gesamten Gaststätten-, Hotel- und Tourismusbereich ist. Der scheint mir fast mit der problematischste zu sein. Die anderen werden, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten Schritt für Schritt die Lockerungen erfahren. Die eigentliche Frage für so ein Land wie Deutschland wird allerdings sein, erstens, kommen die Menschen zurück in den Konsum, weil nur über Konsumtätigkeit wird sozusagen die Wirtschaft in Deutschland am Anfang stabilisiert werden, denn der zweite Bereich, die Rückkehr der internationalen Arbeitsteilung und Wertschöpfungsketten im produzierenden Gewerbe wird länger dauern. Das wird nicht so ganz schnell gehen. Das hat auch was damit zu tun, dass wir derzeit eher Entkoppelung dieser Wertschöpfungsketten erleben. Dazu mache ich gleich noch ein paar Bemerkungen. Ich halte deshalb alle Vorstellungen, die darauf hinauslaufen, die Kaufkraft zu erhöhen, für sinnvoll. Ich hätte mir gewünscht, das Kurzarbeitergeld wäre vielleicht nur für die niedrigen Einkommen erhöht worden und dann allerdings etwas schneller als nach 3-4 Monaten, weil wir Kaufkraft brauchen. Ich finde auch so eine Idee von Markus Söder, der Steuersenkungen will, zumindest wenn es um mittlere Einkommen geht, für durchaus sinnvoll. Das Problem ist immer, eine Steuer, die sie mal gesenkt haben, na, viel Freude als Politiker, wenn sie die hinterher wieder erhöhen wollen. Deswegen trauen sich Finanzminister an sowas nicht ran. Aber alles, was dazu hilft, Nachfrage zu stimulieren, den Konsum anzukurbeln, also netto verfügbare Einkommen zu mobilisieren, das, glaube ich, ist wirtschaftspolitisch richtig. Deswegen fand ich es auch richtig, dass wir an der Rentenformel nichts geändert haben. Man hätte ja auch sagen können, Mensch, die Lage ist so schwierig, lass uns mal die Renten jetzt nicht erhöhen. Das ist richtig, dass die im Rahmen der Rentenformel erhöht werden. Wir werden eher im nächsten Jahr, wie bei der Finanzkrise, die Debatte haben, ob die Renten eigentlich sinken sollen. Denn auch das ist Bestandteil der Rentenformel. Wenn die Arbeitseinkommen sinken, sinkt auch die Rente. Das haben wir damals nicht gemacht. Brigitte Zypries wird sich erinnern. Wir haben die Renten stabil gehalten, gegen das Gesetz, auch um Binnennachfrage hochzuhalten. Also der eine Teil Konsum, alles, was denkbar ist, die Binnennachfrage, den Konsum zu fördern, ist wirtschaftspolitisch sinnvoll. Der zweite Teil betrifft der Rückkehr zu dem produzierenden Gewerbe und zu den internationalen Wertschöpfungsketten. Was ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass China in der Tat Tritt fasst, vielleicht nicht so stark, wie die chinesische Regierung das erklärt. Sie sollten wissen, dass es auch in China massive Kritik am Verhalten des Staatspräsidenten gibt. Das steht da nicht in der Zeitung, aber es gibt in der Kommunistischen Partei erhebliche Auseinandersetzungen um die Frage, hat der Staatspräsident Xi Jinping, hat er rechtzeitig und vernünftig reagiert? Hat er natürlich nicht. Aber jetzt wird sehr schnell versucht, auf der einen Seite eine zweite Welle zu verhindern, auf der anderen Seite zurückzukehren in die Produktion. Dafür ist der Markt ist für uns ungeheuer wichtig. Trotzdem, glaube ich, wird es ein bisschen dauern, denn es ist einfach ein weltweiter Lockdown. By the way, ich glaube, dass es in Teilen eine Deglobalisierung geben wird. Nicht in dem Sinne, dass die Globalisierung zu Ende ist, aber es wird mit, je stärker wir die Pandemie im Griff haben, desto stärker wird es sich verstärkende Effekte geben. Der erste Effekt ist, dass bereits die Digitalisierung dazu beiträgt, dass die Verlagerung von lohnkostenintensiven Produktionsbereichen ins Ausland weniger attraktiv wird. Wir hatten schon Rückverlagerungen. Ich glaube, Bosch hat die erste Chipfabrik in Deutschland gemacht. Adidas, die derzeit eine bisschen problematische Rolle öffentlich spielen, hat auch Produktion gemacht. Das werden Sie sehen. Das wird beschleunigt dadurch, dass Unternehmen überlegen werden, wie sie ihre Wertschöpfungsketten absichern.
Und es wird dadurch beschleunigt werden, dass Sie zum Beispiel bei so großen Staaten wie den USA erleben werden, dass jetzt erstmal Jobs at Home gefördert werden. Durch staatliche Programme, durch Protektionismus, durch politischen Druck auf die amerikanischen Unternehmen, die im Ausland produzieren, doch die nächsten Investitionen im Inland zu machen. Es wird erst nochmal eine Welle von protektionistischen Tätigkeiten geben. Und man darf nicht vergessen, wir gucken hier immer auf unser Land und ein bisschen auf Europa. Wo wir überhaupt nicht hingucken, sind die Länder, die natürlich für unsere Wertschöpfungsketten und auch für unsere Produktion von großer Bedeutung sind. Das sind nämlich ärmere Länder der Welt. Die werden noch viel heftiger getroffen. Nicht nur wegen deren Gesundheitssystem, das natürlich schlecht ist, sondern wir haben dort richtige Hungerepidemien vor uns, wenn wir nicht eingreifen. Es gibt Länder, bei denen ist die einzige warme Mahlzeit, die ein Kind kriegt, die Schulmahlzeit. Wenn die Schulen geschlossen sind, gibt es nichts zu essen. Und es gibt in Lateinamerika Hinweise darauf, dass dort Leute sagen, naja, solange die Menschen arm waren, ging es eigentlich. Dann haben wir es geschafft, übrigens mittels Globalisierung, viele von ihnen in so eine vergleichsweise mittlere Einkommenssituation zu bringen. Der Rückfall in Armut von denen, die mal dachten, sie hätten es jetzt geschafft, da rauszukommen, ist, so jedenfalls meine lateinamerikanischen Freunde, in der Regel mit der Gefahr von Gewalt und auch der Zerstörung von Demokratien verbunden. Das heißt, wir sind noch lange nicht hinweg über die Folgen dieser Pandemie dann, wenn wir in Deutschland die Wirtschaft wieder in Gang bekommen. Corona wirkt wie so ein Brandbeschleuniger für all das, was vorher schon problematisch war. Der Kalte Krieg 2.0 zwischen China und den USA entbrennt durch Corona noch mal heftiger, weil beide Verschwörungstheorien aufbringen, die sozusagen dafür helfen sollen, die Schuld beim jeweils anderen zu suchen. Und weil Corona gezeigt hat, dass die Beherrschung von digitalen Technologien sehr hilfreich sein kann bei der Beherrschung solcher Pandemien. Es gibt eine strategische, technologische Rivalität zwischen den USA und China, die jetzt nochmal beschleunigt wird. Im Schutz von Corona werden schwierige Konflikte in der Welt noch mal schwieriger. Wir haben das gerade gesehen am Beispiel des libyschen sogenannten Generalfeldmarschalls Haftar, der so im Schatten der Weltaufmerksamkeit mal eben das bisherige Abkommen zur Stabilität von Libyen gekündigt hat und sich zum Alleinherrscher bestimmt hat. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass noch vor ein paar Wochen in Berlin eine Libyen-Konferenz stattgefunden hat, bei der man versucht hat, Frieden in der Region zu erzeugen. Und so jetzt, wo die Weltöffentlichkeit woanders hinguckt, gibt es in solchen Ländern, übrigens ein Erdöl exportierendes Land, gibt es in solchen Ländern auf einmal die Schurken, die versuchen, daraus ihr Geschäft zu machen. Also Corona ist mehr als ein Virus, ist auch mehr als eine Pandemie, ist ein Brandbeschleuniger für ohnehin schon existierende Konflikte und es wirkt auch ein bisschen wie ein Mikroskop. Wir sehen die Zerrissenheit, die Fraktionierung in der Welt, im eigenen Land, zwischen Arm und Reich, in Europa, zwischen Nord und Süd und Ost und West, nochmal wie in einem großen Vergrößerungsglas. Und deswegen glaube ich, wird es nicht nur um die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen gehen, sondern die politischen und geopolitischen Folgen von Corona, die werden uns noch ziemlich beschäftigen. Und alles, was da in Unordnung ist, trifft Ihre Geschäftsmodelle natürlich am Ende auch. Mhm. Soweit erstmal. Vielen Dank. Das ist ja durchaus ernüchternd, was wir da jetzt mitnehmen, aber alles nachvollziehbar. Uns interessiert natürlich primär erstmal, wie geht es mit Deutschland weiter? Was können wir tun? Und da hatte auch Frau Liminski, sie ist Chefin eines MDAX-Unternehmens, ist weltweit unterwegs. Wie lautet Ihre Frage? Vielleicht können Sie die nochmal formulieren, eben in Sachen Restart, Frau Liminski. Ja, vielleicht, Herr de Boer, zu Beginn kann ich der Ernüchterung insofern vielleicht ein kleines bisschen entgegensetzen, indem ich einerseits viele der Aussagen von Ihnen, Herr Gabriel, tatsächlich bestätigen kann.
was uns als Unternehmen angeht. Wie Sie richtig sagen, Herr de Boer, wir sind in 32 Ländern aktiv, sehen aber sehr große Unterschiede im Moment noch, wenn wir allein auf unsere Quartalszahlen fürs erste Quartal schauen, noch keine so starken Wirkungen hier in Deutschland. In anderen Ländern, insbesondere natürlich Italien, Spanien, wo Corona sehr viel stärker zugeschlagen hat, schon viel früher, dann umso mehr. Aber wir erwarten natürlich auch, dass sich das insbesondere im Q2 und im Q3 dann auch sehr deutlich, insbesondere bei unseren mittelständischen Kunden, zeigen wird. Und die Auswirkungen dann für Finanzinstitute wie uns, die wird man abwarten müssen. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut über die Einladung zu dieser Runde. Restart Deutschland, Ausstieg aus der Krise, ja. Aber ich habe mich vor allen Dingen gefragt, Einstieg wo rein, wohin nach dieser Krise? Und Sie haben es eben sehr schön formuliert, Herr Gabriel, diese Krise wirkt wie ein Brandbeschleuniger, haben Sie gesagt, für all das, was eigentlich schon vorher nicht in Ordnung war. Und insofern frage ich mich, was müssen wir hier in Deutschland ganz konkret nach der Krise anders machen? Gibt es da schon konkrete Absichten, konkrete Commitments vielleicht auch von politischer Seite, wo wir nach dieser Krise dann unmittelbar ansetzen müssen? Eine These von mir wäre, vor allen Dingen endlich digital werden. Und vielleicht gibt es aber auch andere Ideen oder Absichtserklärungen, zu denen schon konkrete Commitments bestehen. Ja, natürlich ist das eine der positiven Folgen, wo das Covid-19 auch positiv beschleunigt. Wir erleben ja gerade einen Boost in der Nutzung digitaler Techniken, die wir wahrscheinlich so sonst nicht gehabt hätten. Das gibt auch Gewinner dabei, Infrastrukturunternehmen, Teamviewer, all das, was rund um Digitalisierung der Fall ist, die erleben jetzt einen Aufschwung, den wir wahrscheinlich ohne die Krise jedenfalls nicht so schnell erreicht hätten. Das ist auch gut so. Ich bin jetzt nicht hier, um schlechte Laune zu verbreiten, aber ich bin immer dafür, dass man einen realistischen Blick hat. Ich habe was zu dem Thema Technologie China und USA gesagt. Die Tatsache, dass wir nochmal erleben, wie wichtig diese Technologie ist, hilft uns ökonomisch in diesem Fall in Deutschland, verschärft aber die strategische Rivalität zwischen China und den USA. Was heißt denn das? Das heißt, dass wir als Europäer mit den Amerikanern, ich bin ja Vorsitzender der Atlantikbrücke, deswegen habe ich hinter mir dieses schöne Bild hier aus New York mit der Brücke. Die Amerikaner werden uns noch stärker vor die Frage stellen, mit wem wollt ihr jetzt eigentlich technologisch gehen? Mit uns oder mit den Chinesen? Das wird aber eine spaßige Veranstaltung, weil natürlich, denken Sie sich mal an die Huawei-Debatte. Wenn wir jetzt sagen, ach nee, also die grenzen wir aus der 5G-Technologie, was wird China tun? Wird ja nicht die Achsel zucken und sagen, na gut, dann ist das eben so, sondern dann werden die sich überlegen, was sie mit uns machen. Zum Beispiel, bin ich relativ sicher, werden die uns ziemlich schnell von ihrem Automobilmarkt drängen, um zu zeigen, dass sie Marktmacht haben und dass sie sich wehren können. Das, was Sie sagen, dass es einen Boost an Artificial Intelligence gibt, an Digitalisierung, an all dem, was da stattfindet, das hat eine sehr positive Seite und eine geopolitisch sehr schwierige. Wir entwickeln uns ein bisschen hin zu einer hybriden Globalisierung, wo der Handel mit Rohstoffen, Nahrungsmitteln und so, der bleibt global. Bei den Datenplattformen besteht die Gefahr, dass sich diese Plattformen teilen in eine unter der Führung der USA und eine unter der Führung von China. Das ist für Länder wie uns eine ganz, ganz unbequeme Rolle, weil China für uns zwar Antagonist ist, auch Konkurrent, aber natürlich auch Partner und Marktplatz. Das ist übrigens für Südkorea nicht anders. Meine Hoffnung ist, dass die Krise jetzt zum Beispiel von der Bundesregierung auch dazu genutzt wird, ihr Vorhaben voranzutreiben mit Übernahme der Präsidentschaft der Europäischen Union Mitte des Jahres, eine gemeinsame europäische Haltung zu China zu entwickeln. Das ist nicht ganz einfach, wenn man gleichzeitig mit den USA verbündet ist. Aber das sehe ich als eine der großen strategischen Herausforderungen, zu verhindern, dass nach all dem Mist, in dem wir jetzt sind, wir auch noch in eine große strategische Rivalität dieser beiden kommen, und zwar genau in dem Bereich, von dem Sie eben zu Recht gesagt haben,
dass das alles einen Boost erlebt. Wird übrigens auch andere Folgen haben. Es wird sich viele Unternehmen werden sich überlegen, brauchen wir eigentlich so viel Office Space? Ich halte jetzt nichts von der Idee Recht auf Heimarbeit. Und ein früherer Kollege aus dem Bundestag hat zu Recht gesagt, es kann das Bundesarbeitsministerium ja mal bei sich selbst beginnen. Ich sehe den Minister aber toben, wenn der nicht zu jeder Zeit seine Leute zur Verfügung hat. Das stelle ich mir spaßig vor. Also ich jedenfalls hatte schon genug Ärger damit, dass ein Teil meiner Leute immer im Flugzeug nach Bonn oder von Bonn nach Berlin saßen, wenn sie jetzt auch noch zu Hause sind. Also das wird sich, glaube ich, in den Unternehmen selbst zurechtrütteln. Da, wo das sinnvoll ist, wird das stattfinden. Und da, wo es nicht sinnvoll ist, wird es unterbleiben. Und es gibt übrigens auch einen ziemlich anstrengenden Teil von Heimarbeit, den meine Frau mit großer Genugtuung bei mir gerade beobachtet. Die geht nämlich in ihre Praxis arbeiten und ich sitze hier, mache Homeoffice und habe zwei Kinder am Hals. Also sie findet die Corona-Krise eine Art ausgleichende Gerechtigkeit. Aber zurück zur ernsthaften Debatte. So sehr Sie recht haben, dass das bei uns ein guter Treiber ist, genauso haben wir in dieser Rivalität ein Problem. Und dann kommt dazu, dass die Amerikaner bislang nicht der Überzeugung sind, dass sie im Umgang mit China mit uns zusammenarbeiten sollten. Das läuft eher so ab, dass sie Gefolgschaft einfordern. Weil Europa, wenn wir jetzt ehrlich sind, auf dem Gebiet der Technologieführerschaft bei digitalen Technologien abgeschlagen ist zwischen China und den USA. Wenn die Folge wäre bei diesem Wiederaufbauprogramm, das die Europäische Union jetzt verabredet, dort einen großen Schwerpunkt zu setzen für gemeinsame europäische Initiativen, das wäre ein wirklicher Schritt nach vorne. Jetzt nicht nur national zu gucken, sondern diesen European Recovery Fund dafür zu nehmen. Ansonsten sind die Amerikaner und die Chinesen nicht sehr sozusagen also sie gucken nicht auf uns, sie gucken auf sich gegenseitig, weil wir keine so richtige Rolle spielen dabei. Und wir müssen ja aufpassen, dass unser ökonomisches Geschäftsmodell nicht total auf den Kopf gestellt wird. Wir sind seit 200 Jahren the master of the products. Wir können Produkte effizient entwickeln, wir bringen die auf den Markt, wir vertreiben die. Und jetzt stellen wir auf einmal fest, dass ein nicht unerheblicher Teil der Wertschöpfung weg vom Produkt auf die Datenplattform wandert. Diese Datenplattform beherrschen ein paar amerikanische und ein paar chinesische Unternehmen, wir nicht. Wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir verlängerte Werkbank in dem Spiel. Und das, glaube ich, das ist ein Punkt, wo, wenn Sie nach Restart fragen, das, finde ich, müsste ein Schwerpunkt sein, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Aber damit wir überhaupt eine verlängerte Werkbank überhaupt noch sein können, brauchen wir ja noch überhaupt noch funktionierende Geschäfts- bzw. Geschäft, was stattfindet. Und wir brauchen möglicherweise, das ist nicht weit von Ihnen, ist das in Wolfsburg gefordert worden, vielleicht nochmal eine neue Abwrackprämie. Wir haben jemanden auch in der Leitung von KUKA, der sich auch Sorgen macht und sich fragt, ja, was fragt er sich, Herr Wilfried Ebert, können Sie, sehe ich Sie, wo sind Sie? Ich sehe Sie. Ja, wunderbar. Sie sind CMO und Aufsichtsrat von KUKA. Und was ich mitgenommen habe, Sie fragen sich, wie können wir diesen Shutdown überleben bzw. bewältigen, damit wieder Leben in die Bude kommt. Würden Sie da nochmal anknüpfen und Ihre Fragen formulieren? Vielleicht zur aktuellen Situation. Wir sind natürlich auch getroffen von der aktuellen Situation. Wir sind zum Glück in Augsburg noch produktionsfähig, produzieren im Stammwerk Augsburg noch mit 70% in zwei entzerrten Schichten. Mit circa zwei Drittel des möglichen Potenzials. Aber natürlich sehen wir auch, dass wir ein Potenzial nach vorne sehen müssen. Und wo geht die Reise hin? Wir haben circa 50% Anteil Automotive. Und wenn es Automotive schlechter geht, spüren wir das natürlich. Und müssen gucken, dass das wieder zum Laufen kommt. Wir sehen aber auch parallel auf der anderen Seite Möglichkeiten in der Krise und nach der Krise für neue Geschäftsthemen, neue Geschäftsmodelle. Und neue Absatzmärkte. Also wir bekommen mit, dass das Thema Automation durchaus eine Möglichkeit ist, zu partizipieren an dem Thema, ich mache eine lokale Fertigung. Wenn ich den aufziehe, weil die Lieferketten nicht mehr weltweit funktionieren, werde ich die eher automatisch machen als manuell, auch unter dem Corona-Aspekt, also Abstand. Und wir haben ein weiteres Thema, ist das Thema Logistik. Wer heute was kauft, bestellt sich es im Internet, glaube ich. Das Thema E-Commerce, noch da. Steckt dahinter zurzeit viel manuelle Arbeit. Und das kann man auch durch Automatisierung effizienter machen. Das sind Chancen. Und das dritte Thema ist das Thema Medizin.
Wir sind ja auch tätig im Bereich Healthcare-Automation beziehungsweise Healthcare in Krankenhäusern. Und das wird auf jeden Fall zunehmen und sind Geschäftsmodelle. Was ist denn Ihre Forderung an die Politik? Was ist das? Die Forderung ist, wir brauchen eine gewisse Planbarkeit und wir können nicht nur kleinteilige, rein nationale Lösungen vorantreiben. Das mag in der kritischen Phase okay gewesen sein, wenn man schnell reagieren muss. Aber wir brauchen Verlässlichkeit und brauchen europäische Lösungen. Stichwort, wenn man die Grenzen schließt, können wir auf Dauer nicht die Lieferketten aufrechterhalten. Da braucht man eine abgestimmte europäische Lösung und nicht keine nationalen Alleingänge. Das wäre unser Wunsch. Und ich glaube, die Planbarkeit ist sowohl für die Menschen im Homeoffice, aber auch für die Wirtschaft. Man braucht eine Perspektive. Und die gilt es zu entwickeln in einer Balance zwischen dem Thema, was auch vorher gesagt worden ist, zwischen Gesundheit und Wirtschaft. Wobei die Wirtschaft ist nicht zu trennen von der Gesundheit. Es muss in sich geschlossen betrachtet werden. Ich gehe nochmal nach Costa rüber. Wäre eine Abwrackprämie, wäre das ein Stimulus, den Sie unterstützen würden, Herr Gabriel? Ja, ganz bestimmt nicht, wenn parallel dazu Dividenden ausgezahlt werden und Boni. Mhm. Und das müssen wir jemandem erklären, dass Sie Steuergelder aufwenden und gleichzeitig das Unternehmen, ich glaube Volkswagen hat das gerade öffentlich erklärt, die Absicht hat, Dividenden auszuschütten. Wie wollen Sie das öffentlich erklären? Also das ist Moral Hazard. Und wenn man es macht, dann wird man schnell in die Debatte kommen, da ahne ich schon uns Deutsche, dass wir dann sagen, ja dann aber bitte nur für Elektroautos. Ja. Der überschaubare Teil, der da produziert wird, den verkaufen die auch. Aber wenn sie den Unternehmen oder KUKA, kann ich mir jetzt die Bemerkung nicht verkneifen, dass ich schon wusste als Wirtschaftsminister, warum ich gegen den Verkauf war. Leider fehlten mir die rechtlichen Möglichkeiten dazu. Aber dass solche Unternehmen natürlich jetzt denen nicht damit geholfen ist, wenn wir ein relativ schmales Segment der Autoindustrie stützen, das scheint mir offensichtlich zu sein. Ob man überhaupt sowas macht, finde ich, hängt wirklich davon ab, wie ist die Lage da, gibt es am Kapitalmarkt keine anderen Möglichkeiten und wenn ja, welche Voraussetzungen müssen dann geschaffen sein? Das, was derzeit passiert, dass quasi alles gleichzeitig gefordert wird, Auszahlung von Boni, Auszahlung von Dividenden und staatliche Förderung, finde ich ein bisschen chaotisch. Ich würde übrigens auch dazu raten, sowas nicht immer gleich auf Marktplätzen öffentlich zu verhandeln, sondern vielleicht erstmal intern miteinander ins Gespräch zu gehen, wie notwendig und sinnvoll und in welchen Bereichen das eigentlich sein kann. Wir sind bei der Autoindustrie, wir haben auch Versicherungen dabei, die Generali, Italien, Frau Timmisfeld müsste da sein. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erläutern, wo Sie stehen, ist sozusagen das Geschäft dort, wo es eigentlich relativ stabil ist, weil eine Versicherung schließt man ab, die hat man ein paar Jahre. Wie sehen Sie die Zukunft, was erhoffen Sie sich? Ich habe Sie eben zumindest gesehen, ist sie auch da, Frau Timmisfeld? Ja. Sie ist da, sie ist nicht mit Kamera da, weil die Internetverbindung so schlecht ist und ich ein bisschen Sorge habe, dass sozusagen mit eingeschalteter Kamera das instabiler wird. Okay. Das sozusagen als vor. Ja, wie sehen wir die Lage als Versicherer? Natürlich sind wir sozusagen als Versicherer in mehrfacher Hinsicht derzeit sozusagen von der Krise betroffen. Einmal natürlich, das wurde bereits angesprochen, auch als großer Kapitalanleger mit den entsprechenden Verwerfungen, Auswirkungen auf den Finanzmärkten. Das ist etwas, was uns natürlich als Versicherer und eben sehr großer Kapitalanleger deutlich betrifft. Zum anderen sind wir betroffen dadurch, dass wir in der Krise als Versicherer unseren Kunden zur Seite stehen wollen. Wir haben dort auch viele Aktivitäten gestartet, um Kunden sowohl im Privatkundenbereich als auch im Bereich der Unternehmen. Wir als Generali in Deutschland sind fokussiert auf kleine und mittelständische Unternehmen. Wir haben also keine große Industrieversicherung. Aber dass wir dort den Kunden eben in ihrer Situation in der Krise, die eben ja auch zur finanziellen Krise ist, das ist ja mehrfach geworden ist, das ist ja mehrfach schon angesprochen worden, zur Seite stehen, indem wir eben beispielsweise gucken, dass wir Beiträge stunden, dass wir Mahnverfahren aussetzen, dass wir an Stellen kulant sind, wo wir vielleicht im normalen Regelbetrieb nicht kulant wären,
dass wir entsprechende Helplines für die Kunden eingerichtet haben, dass wir sie mit entsprechenden auch Gesundheitsangeboten beispielsweise im Rahmen der Krankenversicherung unterstützen, dass wir für Kunden Möglichkeiten über Partner auch anbieten, hier auf externe Hilfe zurückzugreifen. Also wir arbeiten hier zum Beispiel mit einem Unternehmen zusammen, Pflegix, die Pflegekräfte vermitteln etc. Also wir sehen sozusagen diese Krise durchaus ein Stück weit auch als Chance für uns als Unternehmen, dem Kunden zu zeigen, dass wir als Versicherer ihm zur Seite stehen, als Lebensbegleiter. Wir sagen, wir sprechen von Lifetime-Partner an der Stelle. Und das, wie gesagt, machen wir durch konkrete, sozusagen praktische Hilfe auf der einen Seite, aber eben auch durch finanzielle Hilfe deutlich. Wir haben in Deutschland einen 30 Millionen Euro starken Fonds aufgelegt, den wir schwerpunktmäßig eben ausschütten an Kunden, die eben von Betriebsschließungen betroffen sind, die aber in ihren Versicherungsbedingungen selbst dieses Thema sozusagen nicht abgedeckt haben. Das ist eben doch leider bei einem Großteil dieser Versicherungen so, dass eine Pandemie, die man bislang nicht kannte, eben in der Versicherungspolice nicht abgedeckt ist, dass diese Kunden aber trotzdem Hilfe bekommen, indem wir sie über einen solchen Fonds bedienen. Sie müssen das beantragen. Nicht jeder kriegt automatisch sozusagen dort Geld ausgeschüttet, aber man kann eben darauf zurückgreifen. Gibt es eine Frage von Ihnen, dass Sie sagen, was wünschen Sie sich jetzt für die Zukunft nochmal? Wir wünschen uns wahrscheinlich natürlich das, was alle sich wünschen, dass die finanziellen Folgen, also jenseits der gesundheitlichen Themen, dass die finanziellen Folgen überschaubar bleiben und dass wir nicht sozusagen in eine lang andauernde und sozusagen lang nachwirkende Rezession abgleiten. Wir wünschen uns natürlich auch stabile Kapitalmärkte, aber wir sind, das würde ich ganz gerne an der Stelle auch noch platzieren, doch so optimistisch, dass wir als Branche, als Versicherer stabil genug aufgestellt sind, um diese Krise auch gut zu überstehen. Schwieriger, glaube ich, einfach mal aus der Krise rauszukommen, ist es für Selbstständige bzw. für Gründer. Und da haben wir auch jemanden, den Dr. Andreas Lutz da. Das dürfte ganz, ganz schön schwierig sein, dort jetzt wieder Fuß zu fassen, wenn man eigentlich noch keine richtigen Umsätze hat, eine tolle Idee hat. Und wir brauchen aber ja diese Unternehmen auch in Sachen Digitalisierung, in Sachen Wettbewerb, globalen Wettbewerb. Wo sind die neuen Facebooks, wo sind die neuen Googles, die auch aus Deutschland vielleicht hervorkommen? Mögen Sie da nochmal Ihre Frage stellen, Herr Dr. Lutz? Ja, sehr gerne. Kann man mich hören? Ja, man hört Sie. Ja, wunderbar. Also ich stehe für den VGSD, Verband der Gründer und Selbstständigen. Das sind zum großen Teil eben auch die 3 Millionen Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen, die ganz besonders betroffen sind. Mit unseren Partnerverbänden repräsentieren wir etwa 100.000 von diesen 3 Millionen. Ich sehe es auch so, die Chance ist, und da versuchen wir unsere Mitglieder natürlich zu unterstützen, dass das ein Crashkurs Digitalisierung für uns alle ist, dass wir da ein bisschen unseren Rückstand aufholen können. Es gibt aber Branchen, wo das sehr schwierig ist. Herr Gabriel, Sie haben ja schon die Gastronomie angesprochen. Ganz besonders hart betroffen sind auch die Veranstaltungsdienstleister, denn es wird noch einige Zeit dauern, bis wir Messen und Großveranstaltungen durchführen können. Davon sind auch Künstler und Kulturschaffende betroffen, natürlich auch der Tourismus. Heute Nachmittag mache ich eine Konferenz wie hier mit 5 der Petenten, die dazu eine Petition gemacht haben, 900.000 Unterschriften gesammelt haben. Die kommen gerade auch viele aus diesem Bereich der Künstler und Kulturschaffenden, die sich von einer extrem schweren Situation sehen und glauben, dass sie jetzt in diesem Jahr teilweise gar keinen Umsatz mehr machen können oder dass der Umsatz, den sie dieses Jahr noch machen, nicht zum Zahlungseingang führt. Schon jetzt ist es so, dass die Hilfen, die ja auf 3 Monate angesetzt sind, nicht bei den betroffenen Solo-Selbstständigen ankommen. KfW-Darlehen, da habe ich gerade eine Mail von einem Mitglied weitergereicht bekommen, weil ich auch mit Ihnen telefoniere hier. Bei der Postbank, einer Tochter der Deutschen Bank, hat man einem Mitglied von uns gesagt, also wenn Sie einen KfW-Kredit beantragen wollen, dann brauchen Sie aber bei uns mindestens 2,5 Millionen Umsatz.
sonst lohnt sich das nicht für uns. Also ich glaube, Darlehen scheiden schon für mittlere Unternehmen oft aus, erst recht für Kleinstunternehmen. Die Soforthilfen des Bundes, da hat man sich ja sehr schnell und unbürokratisch Hilfen angekündigt. Man hat knapp 10 Milliarden laut Seite des Wirtschaftsministers ausgeschüttet, ungefähr so viel wie jetzt für die Lufthansa in der Diskussion ist. Die sind aber je nach Bundesland und Zeitpunkt der Antragstellung sehr unterschiedlich großzügig vergeben worden. Das Hauptproblem ist, dass nur betriebliche Ausgaben momentan anerkannt werden. Und es ist aber so, dass die meisten dieser Solo-Selbstständigen Homeoffice arbeiten, also gar keine großen betrieblichen Ausgaben haben und sich jetzt dann mit den Behörden streiten dürfen, ob sie ihr Telefon oder Auto auch privat benutzen. Also da kommt fast kein Geld an. Für ihre eigentlichen Kosten, das sind nämlich die Kosten für den privaten Lebensunterhalt von sich und der Familie, für die Miete, wo dann auch das Arbeitszimmer dabei ist, für die Krankenversicherung, da werden sie auf die Grundsicherung verwiesen. Und das führt zu ganz großer Verbitterung bei unserer Zielgruppe. 80%, also wir haben eine Befragung durchgeführt, gerade mit 24.000 Teilnehmern momentan, 80% sagen, von denen, die Anspruch hätten auf die Grundsicherung, wenn es denn wirklich keine Vermögensprüfung gäbe, es gibt aber eine, 80% von denen sagen, dass sie das nicht beantragen wollen, weil sie sich nicht in diese prekäre Ecke abschieben lassen wollen. Und jetzt zu meiner Frage. Genau, am 8. April haben die Wirtschaftsminister der Länder einen Brief an ihren Nachfolger Peter Altmaier geschrieben, dass er doch im Rahmen der Soforthilfe den Selbstständigen mindestens 1.000 Euro Pauschale für ihre Lebenshaltung geben sollte. Das hat er seit 3 Wochen nicht beantwortet. Inzwischen fordern Parteien wie die Grüne, dass es eine Art Kurzarbeitergeld auch für Selbstständige geben sollte. Meine Frage, was würden Sie denn Ihrem Nachfolger Peter Altmaier empfehlen? Unser Ziel ist, glaube ich, dass genau wie in der letzten Krise die Angestellten mit erhobenem Haupt aus der Krise rausgekommen sind, die Unternehmen wieder ihre Arbeit aufnehmen konnten, wollen wir, dass aus dieser Krise auch die Solo-Selbstständigen mit erhobenem Haupt rauskommen, dass wir unsere Vielfalt in der Gastronomie bei Veranstaltungen bewahren, dass wir da selbstbewusst in die Zukunft gehen können. Momentan sehen wir aber eher diese Spaltung durch diese erlebte Ungleichbehandlung. Erstmal kann ich Ihr Anliegen gut verstehen. Trotzdem glaube ich nicht, dass es Ihnen gelingen wird, das deutsche Sozialleistungssystem auf den Kopf zu stellen. Wenn Sie sagen, jemand, der selbstständig, solo-selbstständig ist, soll 1.000 Euro bekommen und nicht auf die Grundsicherung verwiesen werden, wie erklären Sie dann jemandem, der arbeitslos ist, aus dem Arbeitslosengeld rausfällt und mit dieser Grundsicherung klarkommen muss? Das deutsche Sozialleistungssystem ist so aufgebaut, dass der etwas bekommt, der sozusagen der Hilfe bedarf. Wir reden jetzt über den Lebensunterhalt. Sie sprechen ja über den Lebensunterhalt und nicht über die Frage betrieblicher Aufwendungen. Also Sie wollen, dass für eine Gruppe, die Soloselbstständigen, aufgrund ihrer prekären Situation, eine andere Form der Grundsicherung bezahlt wird, als das für jeden anderen der Fall ist. Das halte ich für ein Unterfangen, das schiefgehen wird. Was man machen kann, ist die Frage zu stellen, gibt es andere Formen der Hilfe, die Ihnen es ermöglicht, sozusagen Ihr Geschäftsmodell, sobald es wieder möglich wird, erneut zu beginnen. Ich habe zum Beispiel mal ganz am Anfang gesagt, wie wäre es denn, wenn wir Unternehmen bis zu einer bestimmten Größenordnung für eine längere Zeit als für 3 Monate, vielleicht für 6 oder 9 Monate von bestimmten Sozialleistungs- oder Steuerpflichten befreien, denn sie werden ja irgendwann wieder Umsätze machen und allein die Aussicht darauf, dass die dann nicht sofort reduziert werden durch Steuern und Sozialabgaben, verbessert ihre Bonität bei der Frage, wenn sie Kredite beantragen. Aber Ihr Modell ist eines, von dem ich Zweifel habe, ob es am Ende übrigens rechtlich standhält. Sie wollen, dass die Lebenshaltungskosten eines Soloselbstständigen anders finanziert werden als die jedes anderen. Das geht schief. Vielen Dank. Also, ich muss nochmal antworten, ob ich Sie falsch verstanden habe. Aber dann kurz, weil wir sind so ein bisschen laut aus der Zeit raus. Das ist ganz wichtig, dass das nicht noch ein großer Monolog jetzt ist. Vielleicht genau, das ist, möchte ich nur sagen, das ist ja nicht meine Idee nur, sondern es ist ein gemeinsamer Brief der Wirtschaftsminister aller Bundesländer, die das fordern. Viele Länder tun das bereits oder einzelne Länder haben das bereits getan. Denen geht aber das Geld aus und
Es sind ja 50 Milliarden versprochen worden. Von diesen 50 Milliarden sind nur 10 Milliarden aufgewendet worden. Also diese Hilfe kommt einfach nicht an. Jetzt reden wir rechnen damit, dass etwa ein Viertel der Solo-Selbstständigen dann raus, also in die Pleite gehen wird. Entschuldigen Sie, dass ich unterbreche. Jetzt reden wir über was anderes. Jetzt reden wir über die 50 Milliarden und ob die gemäß den sozusagen Ansagen richtig ankommen. Darunter ist ein Teil an Zuschüssen für kleine Unternehmen und sehr kleine Unternehmen, ein Teil an Krediten ist da und für bestimmte Unternehmen, die sozusagen von der Politik als systemrelevant empfunden werden, weil so ein Land wie Deutschland im Zweifel auf jeweils wie Lufthansa nicht verzichten will, auch Staatsbeteiligungen. Wenn wir über die Frage reden, sind die richtig justiert, kommen die schnell genug an, bin ich an Ihrer Seite. Aber Ihre Forderung vorhin war eine andere und ich bezweifle, dass Bundesländer das Bundessozialverrecht durchbrechen, indem sie Solo-Selbstständigen auf der Grundlage des Sozialverrechts Hilfe zum Lebensunterhalt gewähren, der höher ist und anders geartet ist als bei jedem anderen, der darauf angewiesen ist. Das wird nicht funktionieren. Sie werden, was das Thema Miete, Lebenshaltungskosten angeht, die Menschen in Deutschland nicht unterschiedlich behandeln können, nur weil der eine den einen Beruf hat und damit arbeitslos geworden ist und der andere Solo-Selbstständig ist. Sie können zur Aufrechterhaltung des Unternehmens eines Solo-Selbstständigen dafür Zuschüsse geben, von mir aus auch höhere, als wir das jetzt der Fall sind, oder auch längere als 3 Monate. Aber sie werden nicht Erfolg haben, glaube ich jedenfalls, bei einer Staffelung der Zuschüsse zum Lebensunterhalt für Menschen, die Solo-Selbstständig sind, anders als für Menschen, die nicht selbstständig sind. Ich glaube, das geht schief. Vielen Dank. Wir haben, die Zeit schreitet voran, die erste Halbzeit neigt sich dem Ende. Wir sind schon in der Extrazeit. Ich habe noch 3, sagen wir mal, kurze Fragen und vielleicht können Sie kurz darauf antworten. Herr Gabriel, macht es Sinn, die Mehrwertsteuer zu senken? Da, wo Sie sie senken, hilft es den Unternehmen, nicht den Kunden, weil sie in der Regel nicht weitergegeben wird. Für das Hotel- und Gaststättengewerbe finde ich das eine ganz gute Idee, aber nicht nur wegen Corona. Mir ist früher schon nicht so ganz klar gewesen, warum eigentlich die Speise, die ich mir oder das Brot, das ich mir im Laden kaufe, mit der hälftigen Mehrwertsteuersatz belegt ist. Und wenn ich das gleiche Brot beim Frühstück im Restaurant bekomme eines Hotels, sind es 19%. Also so ganz klar war mir die Systematik der Mehrwertsteuer an der Stelle nicht. Von daher habe ich nichts dagegen. 2. Frage. Der Kranich ist gerupft. Sie haben es eben gesagt, die Lufthansa verliert pro Stunde 1 Million. Jetzt gibt es die Diskussion, ob Sie sozusagen in die geordnete Insolvenz gehen. Wie sehen Sie das? Soll sich der Staat beteiligen? Wie ist Ihre Auffassung? Es muss die Lufthansa entscheiden, ob sie das will. Erstmal warne ich davor, auszuspielen große Unternehmen gegen kleine. Manchmal hört man das so, für die Großen macht ihr alles, für die Kleinen nix. So ein bisschen schwang das vorhin auch mit. Die Wahrheit ist, ohne die Großen gibt es die Kleinen in Deutschland auch nicht. Sie können noch so viel Start-up-Förderung machen, am Ende landen ganz viele von denen in der Automobilindustrie. Wenn es die Autoindustrie nicht mehr gibt, dann vergessen Sie die Start-ups in diesem Bereich. Also das ist eine Differenzierung, von der halte ich nichts. Ein Land mit 83 Millionen Einwohnern, die größte Volkswirtschaft Europas, das bevölkerungsreichste Land, braucht bestimmte, strukturbestimmte Unternehmen, und um nicht in Abhängigkeit von anderen zu geraten. Und deshalb würde ich sagen, braucht es auch sowas wie die Lufthansa. Ob die Lufthansa staatliche Hilfe haben will oder sie sich auf anderem Weg zur Stabilisierung verschafft, muss erstmal die Lufthansa entscheiden. Was nicht geht, ist zu sagen, ich will eine staatliche Beteiligung, aber der Staat soll noch nicht mal im Aufsichtsrat sitzen und auf seine Anteile aufpassen. Das finde ich schwierig zu erklären. Wovon ich auch nichts halte, ist, der Staat ist irgendwo beteiligt und beginnt sich dann in die Geschäftspolitik einzumischen. Also ich war mal Mitglied in einem Aufsichtsrat eines Unternehmens oder 2er Unternehmen, bei dem das Land Niedersachsen Anteile gehalten hat. Es war absolut klar, dass wir uns aus der operativen Geschäftsführung raushalten, dass wir das tun, was Aufsichtsräte machen, nämlich Aufsicht und Rat geben. Aber vom Automobilbau, vom Stahlbau, wie man eine Airline managt, verstehen die, die das machen, 3-mal mehr als jeder Politiker oder staatlicher Beamter, der in die Gremien geschickt wird. Deswegen muss das auch klar sein, dass das keine Spielwiese wird für Leute, die irgendwie sonst nichts zu tun haben in der Politik. Also das darf nicht passieren. Letzte Frage, und dann würde ich Frau Zypris bitten, vielleicht nochmal irgendwie was zur ersten Halbzeit zu sagen, einen Abschluss zu geben. Bundesliga, wie stehen Sie dazu im Mai, dass es Geisterspiele geben soll?
Die Diskussion wird sehr leidenschaftlich geführt. Ich weiß gar nicht, wovon Sie Fans sind. FC Goslar, gibt es sowas oder sowas? Erstens gibt es das natürlich. Der heißt bei uns aber nicht FC. Und das Zweite ist, ich bin Werder Bremen-Mitglied. Also von daher... Dann sind Sie ja leid geprüft zurzeit. Ich bin ja auch in der SPD. Insofern ist mir das nicht fremd. Aber jetzt zu der Frage. Ja. Ich weiß nicht, ob die Bedingungen einzuhalten sind, die dafür notwendig sind. Gott sei Dank haben wir offensichtlich genug Testkits bei uns. Insofern kann man die dafür notwendigen Teste, die ja sehr aufwendig sein werden beim Liga-Fußball, dafür schon nutzen. Das ist offensichtlich keine Hürde. Ansonsten kann ich verstehen, die Unternehmen haben eine wirtschaftlich genauso dramatische Lage, also die Unternehmen, die Fußball betreiben, die das andere Unternehmen haben, dass die ein wirtschaftliches Interesse daran haben, dass die Liga nicht bankrott geht. Das finde ich genauso nachvollziehbar wie diejenigen, die sagen, ich will, dass mein Hotel oder mein Gaststättenbetrieb wieder in Gang kommt. Ich würde dazu raten, es nicht intellektuell zu überhöhen. Ja? Also es wird ja dann so getan, als ob das für die Volksgesundheit eine große Rolle spielt, ob am Samstag Fußball stattfindet oder nicht. Das hat schon einen Beitrag dafür, weil sich so viele Menschen für Fußball interessieren. Es wäre alleine für sich genommen, aber noch kein Grund, das zu tun. Es muss schon auch so sein, dass das praktikabel und ohne Risiken für die Beteiligten ist. Wenn das sichergestellt werden kann, why not? Mhm. Vielen Dank. Die erste Halbzeit neigt sich dem Ende. Wir sind beim Fußball, passt also vom Bild her. Frau Zypris, möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ist Ihnen was aufgefallen, was wir vergessen haben oder was noch unbedingt diskutiert werden sollte? Nein, ehrlich gesagt fand ich das alles anregend und gut und fand auch, dass es wichtige und gute Denkanstöße waren, die Sigmar Gabriel, wie immer, muss ich ja jetzt sagen, gegeben hat. Das Einzige, was ich vielleicht noch machen würde, ein kleines bisschen noch mal unterscheiden zwischen dem, was wir jetzt im Moment machen, an Maßnahmen zur Hilfe, und zwischen dem, was wir machen müssen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Ich glaube, diese Unterscheidung ist bei der Frage der Abwrackprämie ein bisschen durcheinander gegangen. Da müsste man nochmal überlegen, brauchen wir tatsächlich dann nochmal Maßnahmen, um bestimmte Geschäftsfelder wieder stärker anzustoßen. Das scheint mir ein wichtiger Gesichtspunkt zu sein noch. Aber das können wir ja gerne in einem der nächsten Talks nochmal ein bisschen elaborieren. Heute geht es uns ja um die Frage Restart Deutschland. Also wo wollen wir hin, wenn ich das von Frau Leminski auch nochmal aufgreifen darf, das Wort, wo wollen wir hin mit unserer Wirtschaft? Und wir wollen das jetzt aber auch mit einem klareren nochmal Mittelstandsfokus auch machen. Wo müssen wir hin mit der Wirtschaft? Wie müssen unsere Unternehmen aufgestellt sein? Und da freuen wir uns auf spannende Impulse. Und starten möchte ich mit zwei Impulsgebern, die bekannt sind. Einen muss ich entschuldigen an der Stelle, das ist Walter Kohl, der leider aus persönlichen Termingründen heute nicht dabei sein kann. Und Frank Thelen, ich hoffe oder bin auch sicher, dass Sie mir zustimmen werden, dass wir der Dame den Vortritt lassen. Und deswegen würde ich gerne, wenn sie schon dabei ist, Sana Röser in die Leitung holen. Sana, bist du schon wieder am Platze? Ja, ich bin da. Hallo. Also, Sana, wenn ich das kurz einleitend sagen darf, weil es mir auch hängen geblieben ist, du hast in einem Gastkommentar bei uns auf DDW den Ausdruck gebracht, ihr als junge Unternehmergeneration, ihr seid die, die die Scherben wieder aufsammeln müssen. Und wenn ich das noch anfügen darf, ich fürchte, dass ihr, eure Kinder und eure Kindeskinder auch die sein werdet, die das bezahlen müssen, was wir hier in diesen im Februar, März und April des Jahres 2020 gemacht haben. Und die Frage an dich ist, als Vorsitzende der jungen Unternehmer und auch selber als designierte Nachfolgerin eines mittelständischen Unternehmens, was braucht ihr, damit ihr loslegen könnt, den Wiederaufbau zu gestalten? Was muss passieren? Braucht ihr mehr Staatshilfen oder was braucht ihr? Du hast das Wort und da freuen wir uns drauf, Sana. Ja, vielen Dank, Michael. Dann starte ich mal mit der Perspektive einer jungen Familienunternehmerin. Ich bin ja gleichzeitig Vorsitzende der jungen Unternehmer und spreche somit für die Familienunternehmer und jungen Unternehmer hier in unserem Land. Und ich würde da schon gerne nochmal drauf schauen, wie die aktuelle Situation ist. Wir sind ja momentan in der 7. Corona-Woche und ich kann Ihnen allen sagen, und das merken Sie auch sicherlich selbst, die Lage ist wirklich ernst. Also von unseren Familienunternehmen zu
sprechen. Zwei Drittel kämpfen wirklich mit Umsatzeinbrüchen. 45% haben Kurzarbeit angemeldet und bei 30% reicht wirklich die Liquidität keine 6 Wochen mehr. Und für viele Unternehmen geht es momentan ums reine Überleben. Das heißt eigentlich auch für uns als junge Nachfolgegeneration, weil wir sind diejenigen, die ja die Unternehmen weiterführen werden oder auch sollen in Zukunft. Und die Wirtschaft, das wissen wir alle, befindet sich ja momentan weiterhin im Shutdown. Und ich muss sagen, mir persönlich fehlen optimistische Signale und kreative Lösungen auch von der Politik, weil viele Unternehmer warten vergeblich auf ein klares Signal, ein klares Exit-Signal. Der Shutdown wurde ja jetzt auch wieder weiter verlängert und die Zukunft der Wirtschaft ist ungewiss. Und ich spreche viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern und die Gespräche zeigen einfach ganz deutlich, dass die Angst vor dem Virus sich langsam wandelt in Enttäuschung. Also Enttäuschung über die willkürlichen Lockerungen, über keine zeitliche Perspektive zu haben, keine klaren Ansagen. Und damit will ich sagen, wir müssen echt aufpassen, dass die Stimmung nicht kippt. Wir stehen wirklich an dem Punkt, an dem etwas passieren muss. Und ich als junge Familienunternehmerin erlebe vor allem auch in meiner Position als Vorsitzende bei den jungen Unternehmern wirklich die Corona-Schicksale von den Familienunternehmen hautnah. Und wir müssen einfach sicherstellen, dass die Unternehmen weiterhin zu unserem Wohlstand beitragen. Denn das ist, und das sehen wir wohl alle auch, nicht selbstverständlich. Und ganz wichtig ist mir dabei, und dazu hatte ich auch den Gastbeitrag geschrieben, wir müssen zurück zu den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft und das so schnell wie möglich, weil aktuell sind die Prinzipien ja außer Kraft gesetzt. Schauen wir uns das Thema Bewegungsfreiheit, Eigentumsrechte, Gewerbefreiheit und Eigenverantwortung an. Das ist alles, alle diese Prinzipien sind durch Corona beschnitten worden und zu einem großen Teil natürlich zu Recht, weil es die Kernaufgabe unseres Staates ja auch ist, das Leben unserer oder seiner Bürger vor Feinden zu schützen und auch vor Seuchen und Pandemien. Und in der Krise heißt es natürlich auch zusammenzustehen. Aber, und das sollten wir aber im Auge haben und das sollte auch passieren, das Ganze ohne unsere ordnungspolitischen Grundpfeiler völlig aus den Augen zu verlieren. Denn die Unternehmen müssen erwirtschaften und die Unternehmen müssen auch eigene Umsätze generieren. Damit retten wir langfristig ja unsere Unternehmen und die Arbeitsplätze. Daher sage ich, Deutschland braucht einen Neuanfang, Deutschland braucht einen Restart. Mit aber einer sozialen Marktwirtschaft PC, Post-Corona, wie ich es nenne. Und das fasse ich kurz mal in 4 Punkten zusammen. Wir müssen neue Prioritäten setzen, wofür wir unsere Steuergelder verwenden. Wir müssen den Investitionsstau auflösen. Wir müssen die Digitalisierung, die jetzt passiert ist, weiter beibehalten und vorantreiben. Und vor allem, was mir ganz wichtig ist, wir brauchen mehr Mut zur Eigenverantwortung, denn das Ziel ist ein schlanker, effizienter Staat mit schnellen digitalen Strukturen am besten oder auch kurz gesagt, wir brauchen mehr Marktwirtschaft anstatt Staatswirtschaft. Und für mich persönlich und für uns als Familienunternehmer ist jetzt das Wichtigste, wieder durchstarten zu können. Das heißt, wir brauchen einen schnellen Restart und ein verantwortungsbewusstes Hochfahren der Wirtschaft. Vielen Dank für das Statement. Vielleicht nochmal eben die Rückfrage. Siehst du denn, weil du diesen Widerspruch oder diese Problematik gerade aufgezeigt hast, Marktwirtschaft statt Staatswirtschaft oder gegen Staatswirtschaft, wie empfindest du denn die politischen Akteure da im Moment? Vermehrten sich Stimmen, die das auch so sehen, dass wir jetzt lockern müssen und dass wir die freiheitlichen Kräfte auch loslassen müssen, damit die Wirtschaft wieder funktioniert. Im Moment hört man doch viel von Staatsinstrumenten. Ja, also aus meiner Sicht wird es viel zu kritiklos hingenommen, was momentan passiert. Deswegen sage ich auch ganz klar, wir müssen schnell wieder zurück zur sozialen Marktwirtschaft, zu den Prinzipien. Was ich natürlich schon erlebe, auch in Gesprächen mit meinem Bekanntenkreis, aber auch mit Unternehmern, dass wir zum Glück wieder unsere Werte neu zu schätzen lernen. Also wir sind alle eingeschränkt in unserer Freiheit und merken jetzt eigentlich, wie wichtig Freiheit ist. Und das ist so etwas, wo ich sage, okay, da sehe ich Hoffnung drin, dass wir das auch beibehalten nach der Krise, wenn wir sie überwunden haben.
Ich hoffe aber auch, dass die Corona-Krise etwas Erhellendes hat für uns alle. Und zwar, dass zu dem Wohlstand dazugehört, dass es auch erwirtschaftet werden muss. Und deswegen muss die Wirtschaft so schnell wie möglich wieder hochgefahren werden, unter natürlich Einhaltung der Schutzregeln. So, jetzt ist zu erwarten, das sagen ja auch viele, dass die Wirtschaft, in die wir gehen werden, eine andere sein wird, aus mehreren Gründen, als die, aus der wir gekommen sind. Und du hast einen Punkt, Sana, gerade schon angesprochen, ist das Thema Digitalisierung. Und ich glaube, es gibt da keinen versierteren Verfechter und bekannteren Verfechter für ein digitales Deutschland als Frank Thelen. Und ich hoffe, lieber Herr Thelen, dass Sie auch bei uns sind in der Leitung. Jetzt würde ich Sie nämlich gerne reinholen zu uns und freuen uns auf ein paar Worte von Ihnen zum Thema, ob denn in dieser Krisensituation, die wir jetzt erleben, ob es vielleicht auch ein Wendepunkt sein kann, dass wir das anpacken, von dem wir doch seit Jahren sprechen und jetzt viele Unternehmen feststellen, wie wichtig eigentlich dieses Thema ist, was sie entweder schon umgesetzt haben oder gerade nicht umgesetzt haben, nämlich Thema Digitalisierung. Hallo Frank Thelen, hören Sie uns? Absolut. Herzlichen Dank, lieber Michael. Ja, ich glaube, dass wir jetzt gesehen haben, wir können doch Digitalisierung. Also wenn es notwendig ist, auf einmal sind Videokonferenzen, wo wir als Startup schon lange drin gelebt haben, sind möglich. Wir sehen auf einmal, werden vielleicht Online-Dokumentensysteme eingeführt, Teamchats explodieren. Also wir sind auf einem Weg, wo wir Digitalisierung schnell voranbringen und so schnell, wie wir es, glaube ich, alle nicht gedacht hätten. Und das ist eine Chance. Das heißt nämlich, wenn wir wirklich wollen, also wenn wir eigentlich in der Krise sind, dann können wir uns bewegen. Und mein Problem war ja vorher immer, uns geht es so gut, weil wir einfach so einen tollen, stabilen Mittelstand haben, die Familienunternehmer und Hidden Champions. Wir haben starke andere Unternehmen, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir lehnen uns jetzt zurück. Aber diese große Technologiewelle, die haben wir komplett verschlafen. Und wir haben es auch eben von Sigmar Gabriel gehört, Chinesen, Amerikaner dominieren das Spielfeld an der Stelle. Und jetzt als Deutsche haben wir das erste Mal, habe ich so einen Ruck erlebt, wo auf einmal das Volk sich digitalisiert. Und das ist eine ganz große Chance. Wir sehen aber auch, die Plattformen, die wir nutzen, das sind die Amerikaner. Wir nehmen gerade Zoom. Also wir haben zum Beispiel ein gemeinsames Unternehmen mit dem Zoom-Gründer, Pitch.io. Aber wir sehen, das sind Amerikaner, mit denen wir arbeiten. Wir haben alle unsere Apple-Phones, wir haben unsere Google-Phones, das Thema kennen wir. Und ich bin so ein bisschen erschüttert, dass auf einmal ganz viel Geld in Sanierung zum Beispiel an der Lufthansa gesteckt wird. Das ist sicherlich nochmal ein einzelnes tiefes Thema. Aber Kapital in großen zweistelligen Milliardenbeträgen ist da zur Rettung von meiner Meinung nach auch nicht ideal gemanagten Unternehmen. Aber in den letzten Jahren haben wir es nicht geschafft, mal ernsthaft in unsere Zukunft, in Technologie zu investieren. Ob es KI, Quantencomputer, Blockchain, was da alles für Themen gibt. Das haben wir uns irgendwie nicht getraut. Wir haben da nichts gemacht. Wir haben uns nicht wirklich mal progressiv bewegt. Wir haben keine Hyperloop. Und jetzt auf einmal soll das Geld aber dann in dieser Rettungsphase, ist es da für andere Themen. Da fehlt mir so ein bisschen die Balance. Und ich stimme zu, wir brauchen einen Ausstieg. Weil die Wirtschaft muss irgendwie rechnen können. Irgendwie muss ja das alles, was da gerade getan wird, irgendwann mal von irgendjemand erbracht wieder finanziert werden. Und da verlieren wir, glaube ich, so gerade so ein bisschen die Realität und sagen, ja, dann drucken wir halt noch mehr Geld und mehr Geld. Und das ist nun mal nicht die Realität. Irgendwann muss es bezahlt werden. Und da schockiert es mich auch, dass wir bis heute keine Tracking-App haben und jetzt auf einmal ein kompletter Schwenk wieder gemacht wird. Weg von PEPPT auf ein anderes Protokoll. Jetzt soll es die Deutsche Telekom, SAP bauen. Wir alle wissen bei den Großkonzernen, wie lange das dauert. Also da vermisse ich dann doch die Ernsthaftigkeit und die Wichtigkeit von so einer App und vor allen Dingen die Geschwindigkeit, weil wir müssen endlich mal sinnvolle Daten erfassen, damit wir dann auch relativ schnell und progressiv öffnen können. Also gerade in den letzten Wochen war ich an der einen oder anderen Stelle doch echt schockiert und sehr unglücklich. Auf welchen Ebenen, Frank, würden Sie sagen, muss das denn passieren? Ist das, wir reden ja auch um riesige Investitionssummen, die für Digitalisierung notwendig ist. Ist das eine staatliche Aufgabe? Ist das eine Aufgabe der Aktivierung von Private Equity? Ist das eine Sache, da werden wir nachher drauf zu sprechen kommen, auch eine Mentalitätsfrage, die einfach in allen Unternehmen umgesetzt werden muss? Wir müssen alle gemeinsam anpacken. Also wir zum Beispiel, klar, sind ein ganz kleiner Venture Capitalist, wir finanzieren Startups, aber wir brauchen auch zum Beispiel sowas wie ein MIT. Wir haben ja eigentlich ein KIT, wir haben eine TUM, wir haben gute Unis, also wir müssen Geld, aber viel mehr Geld in Technologie bereitstellen. Wir müssen die Leute, die Wagniskapital für Technologie bereitstellen, stärker unterstützen. Heutzutage zahlen wir Mehrwertsteuer auf die Sache. Wir werden einfach
hochkomplexe Regelungen für ESOP-Programme, also wenn man Mitarbeiter beteiligen will, damit die erstmal günstig arbeiten und dann hoffentlich reich werden. Das ist ja alles vom Deutschen Startup-Verband wirklich sauber dokumentiert und passiert ist bisher ganz, ganz wenig. Und zum Beispiel auch ein Herzensthema von mir ist, ich glaube, dass Hyperloops Europa total nach vorne bringen würden, weil dann könnten wir mit 1000 km/h mit sehr, sehr geringer Energie Personen und Güter in ganz Europa wirklich durch die Gegend schießen, muss man fast sagen. Und man braucht 25 Milliarden, um so eine Basisinfrastruktur dafür bereitzustellen. Diesen Mut haben wir nicht, weil es nicht mehr diesen Pioniergeist, den wir Deutschen mal hatten, den Ferdinand Porsche hatte, den Siemens hatte, warum es uns heute so gut geht und was wir zum Beispiel bei Elon Musk und bei Jeff Bezos und Jack Ma in China erleben, dieses große Denken, diese 50 Jahrespläne, mal wirklich sehen, wo gehen wir eigentlich als Menschheit hin und dann dort sich trauen zu investieren. Und dann war natürlich immer in den Diskussionen das Thema, ja Frank, sorry, das Geld haben wir ja gar nicht. Und jetzt auf einmal ist das Geld in dieser Krise da und das Management, uns fehlen an so vielen Stellen Daten, dass ich wirklich frustriert bin und auch über diese DSGVO, wie sie damals implementiert wurde, habe ich ja wirklich gesagt, Daten sind wertvoll, die können Leben retten. Jetzt erleben wir es. Wir wissen nicht mal, wie viele Intensivbetten eigentlich wann zur Echtzeit belegt sind. Bei allen Tests ist nicht klar, wie viele Tests überhaupt gemacht wurden. Wir haben bis heute die Tracking-App nicht da. Also wir leben einfach nicht diese Agilität und den Wert der Daten, sondern haben immer alle nur noch oder mehr Angst davor. Und das fehlt mir jetzt, dieses große, mutige Vorangehen, was auch, glaube ich, Christian Lindner jetzt fordert. Das fehlt mir einfach in der Politik, in der Wirtschaft. Und das, weil wir haben nichts davon, marode Unternehmen jetzt weiter zu retten. Wir müssen neu denken und uns trauen, mutig vorangehen. So, und dann bleibt die Frage, wann eigentlich, wenn nicht jetzt? Und deswegen nochmal die Frage an Sie, Frank und Sana, an dich. Ist das dann vielleicht auch eine Generationenfrage? Also brauchen wir dann einfach auch an den Schaltstellen Leute, für die das klar ist und kein Neuland ist, um ein berühmtes Wort von Angela Merkel aufzugreifen, Internet? Ladies first. Ja, also ich kann da dem Frank nur zustimmen. Also mir fehlt auch wirklich der Mut und die Tatkraft, auch etwas umzusetzen. Wir sehen ja jetzt gerade in der Krise, dass es ein Brandbeschleuniger war oder dass wirklich der Digitalturbo gezündet wurde, bedeutet, wir können es ja, wenn wir es wollen. Und das war auch das Thema, was ich vorhin angesprochen habe. Wir müssen auch schauen, wo wir in Zukunft unsere Prioritäten setzen, wo wir Steuergelder, für was wir Steuergelder verwenden. Und da ist das Thema Digitalisierung auch ein sehr wichtiges. Und wir sehen aber natürlich auch bei uns jetzt momentan, wie die ganzen Baustellen sind. Ja, Thema digitale Verwaltung beispielsweise fehlt komplett. Breitbandausbau, also viele grundlegenden Dinge, die uns schon so helfen würden, einfach mal die digitalen Geschäftsmodelle auch auf die Straße zu bringen. Und wir brauchen einfach, und das sage ich jetzt aus Sicht einer jungen Familienunternehmerin und auch für unsere junge Unternehmergeneration, wir brauchen hier in Deutschland die richtigen Rahmenbedingungen. Und ich würde mir auch persönlich wünschen, dass uns die Politik mehr zutraut. Ja, also wir Unternehmer sind kreative Problemlöser. Wir sind diejenigen, die diese ganzen neuen Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Aber dafür brauchen wir auch den Rahmen hier in Deutschland. Und dafür brauchen wir einfach auch mehr Zutrauen, dass wir das auch umsetzen können, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern. Und das Vertrauen, ja, fehlt mir zurzeit auch tatsächlich in der Krise, weil wir könnten die Wirtschaft wieder hochfahren. Die Unternehmen, die offen sind, die haben es bewiesen unter Einhaltung von den ganzen Schutzregeln, Hygieneabstandsmaßnahmen. Und ich würde mir einfach da ja mehr Zutrauen, mehr Mut auch wünschen von der Politik an uns Unternehmer. Also wir sehen halt einfach, aber das, was diese Krise ist natürlich schlimm. Aber es gibt zwei viel schlimmere Krisen, die auf uns zukommen. Das eine ist Klima. Wir haben einfach Raubbau an diesem Planeten betrieben. Das wird noch eine viel, viel größere Herausforderung. Und das andere ist, dass wir technologisch komplett heute abgehängt sind. Das glaubt natürlich keiner und sagt auch immer, ja, Frank, totaler Blödsinn. Guck doch mal, wie stark BMW und Volkswagen ist und das läuft doch alles gut. Aber das Problem ist, ähnlich wie bei dem Klima, man sieht die Auswirkungen dann erst viel später. Also das ist wie so ein... Wir sitzen jetzt da und wir leben quasi noch von den Porsches und Siemens und so weiter von damals. Und deswegen geht es uns auch so gut. Aber die nächste Generation, also was passiert da, egal ob das jetzt Elektroautos, Raketen,
Energiesysteme sind, Softwareplattformen, was auch immer, die kommen nicht mehr aus unserem Land. Und das ist eigentlich, wo ich sage, wenn man jetzt sieht, in so einer anderen Krise, haben wir auf einmal das Kapital so stark zu investieren zur Rettung von Unternehmen, ob das falsch oder richtig ist, eine lange Diskussion, frage ich mich, warum haben wir in den letzten Jahren dann verdammt nochmal nicht in Quantencomputer, KI, Hyperloops oder andere Themen investiert oder auch alleine grüne Energie vernünftig vorangebracht, wie es die Chinesen und die Amerikaner nicht als Regierung, also Donald Trump, klar, ist unfassbar, aber da tun es dann halt die Jeff Bezoses, die Elon Musks und so weiter, weil die halt so viel Geld haben, dass sie den Staat gar nicht brauchen. Leider haben wir solche Unternehmer, außer den SAP-Gründer hier nicht. Aber das ist für mich eigentlich nochmal, das zeigt eigentlich, wie getrieben der Staat handelt, weil jetzt muss er irgendwas machen, weil sonst gehen die Arbeitsplätze verloren. Aber langfristig zu denken, das zu erkennen, was da eigentlich auf uns zukommt, nämlich eine Klimakrise und eine Technologiekrise, in denen Deutschland und Europa dann einfach wirklich zum Entwicklungsland wird, da war irgendwie nie Geld da. Und das wird jetzt nochmal klar, dass wir da einfach leider echt falsch gehandelt haben. Ja, aber jetzt möchte ich auch genau diesen Verantwortungsaspekt, den du gerade genannt hast, hat Frank auch nochmal aufgreifen und wird dazu gerne einen sowohl Wissenschaftler als auch Praktiker reinholen, den Dr. Jens Kotlarski, der uns mal darüber berichten kann, wie eigentlich in den Betrieben, in den mittelständischen Betrieben, bei den KMUs eigentlich der Einsatz neuer Technologien verbreitet ist und was da für eine Lücke herrscht und eventuell ein Potenzial vorhanden ist. Denn ich glaube, das ist auch wichtig, außer der Großindustrie und den Hightech-Entwicklungen, dass wir das auch in der Breite anwenden. Und der Dr. Jens Kotlarski ist Wissenschaftstransferexperte, aber auch Gründer eines Robotikunternehmens, Yuanda Robotics. Und sind Sie bei uns, Herr Dr. Kotlarski? Ich bin da. Hallo zusammen. Also was ist denn Ihre Praxiserfahrung? Autohersteller sind eben angesprochen worden. Ja, die sind automatisiert, die sind digitalisiert. Ich war unlängst in einem Sprinterwerk in Düsseldorf. Da sehen Sie ein paar Männer in weißem Kittel. Und ansonsten kommen an der einen Seite Materialien rein und hinten kommen fertige Sprinter raus. Aber unsere Wirtschaft, gerade die produzierende Wirtschaft, die stellt sich ja vor allem durch diese unglaubliche Anzahl mittelständischer Betriebe dar. Wie ist denn da das Denken in Richtung Digitalisierung, Automatisierung, Robotik verbreitet? Ja, man muss schon feststellen, also ich meine, ich hatte das so ein bisschen als Beispiel gebracht, die großen Automotives in Deutschland sind schon ja, zu großen Teilen automatisiert. Das gilt natürlich nur für bestimmte Bereiche auch innerhalb dieser Unternehmen. Das heißt, der Karosseriebau ist ein ganz klassisches Beispiel, wo es eben um 24-7-Jobs die nächsten 7 Jahre planbar mit aller Vorlaufzeit und aller Sicherheit insbesondere auch geht. Und das ist eigentlich das Stichwort. Wir haben es jetzt hier ja auch schon ein paar Mal gehört, man braucht Mut. Aus meiner Sicht aber nicht nur Mut von oben herab, das heißt Politik und Unternehmen, sondern das zeigt jetzt so ein Stück weit auch die Krise. Die Leute schreien nach Veränderung, die Leute schreien nach Mut, weil sie einfach die eigenen Nachteile aktuell erkennen. Uns geht es ja sehr gut in Deutschland und Europa, auch den individuellen Personen in Deutschland geht es sehr gut. Und für mich fehlt der Ruf von unten auch nach Digitalisierung und auch der Mut von unten. Wende bitte die Steuergelder für dieses und jenes Topic an, denn da ist das Geld gut aufgehoben. Das brauchst du natürlich auch. Also es hilft ja nicht, wenn wir von oben die ganze Zeit drücken, ohne die unteren mitzunehmen. Ich glaube, da brauchst du sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit noch und auch das Bewusstsein schaffen, dass Digitalisierung und insbesondere Robotik, was mein Feld ist, dass das nicht der Teufel ist. Das heißt, dass es nicht notwendigerweise die ganze Zeit nur Arbeitsplätze wegegalisiert, sondern dass es neue Arbeitsplätze schafft, neue Möglichkeiten schafft. Herr Gabriel hat es angesprochen, Produktionsstandorte zurückzuholen, das heißt Wertschöpfungsketten wieder zu zentralisieren. Das ist einfach gesprochen, auch wieder für die Großen, für die Kleinen. Wie soll man es machen, wenn man sich im Thema nicht auskennt? In anderen Ländern dieser Welt wächst man vielleicht mit Robotik und Automatisierung ganz anders auf. Da ist dieses Bewusstsein, da sieht man eher die Chancen, denn die Risiken und Defizite. Und ich glaube, darauf läuft alles hinaus. Also wie gesagt, auf den Mut, nicht nur von oben, sondern auch von unten Dinge auszuprobieren. Ne, weniger zu jammern, weniger zu fordern, auch mal selbst zu machen. Denn jeder hat ein Stück weit die Möglichkeit bei uns, Kleinigkeiten auch zu verändern. Das ist schon gegeben. Ne, und vielleicht muss man da auch sich fragen, riskiere ich selber mal was, ohne dass ich vielleicht einen Fallschirm von dieser oder jener Stelle zur Verfügung habe. Aber Jens, sorry, ich wollte dazu sagen, ja, bitte. Dass also Kuga zum Beispiel als wirklich als Paradebeispiel wissen wir ja, wer da heutzutage Shareholder ist. Das heißt, das ist einfach meiner Meinung nach nicht ideal gelaufen. Ja, die Autofabriken können auf Spaltenmaß
irgendwelche Türen und so weiter einsetzen. Aber wenn ich von Digitalisierung spreche, dann spreche ich zum Beispiel davon, dass heutzutage Daten, also wie fährt das Auto, wo lang fährt das Auto, also Self-Driving dazugehören, und da haben die Deutschen einfach keine Daten. Dann ist es so, dass heute ein Autobauer, damals gab es Schreibmaschinen, dann kamen diese Computer, heutzutage eigentlich eigene Chips entwickeln muss, weil diese Chips hochoptimiert für selbstfahrende Autos und Anforderungen in Autos extrem wichtig sind. Das ist quasi das, was in Zukunft entscheidet, wie cool oder wie zuverlässig, wie sicher ein Auto ist. Wir haben null eigene Chipentwicklung in Deutschland. 0,0. Also deswegen, sorry, dieses, die sind digitalisiert. Also das ist, ja, also die klar, da, die haben teilweise ihre Produktion da aufgebaut. Aber was ja entscheidend ist für die Autoindustrie, an welchen Stellen eigentlich digitalisiert sein müsste, der ist einfach gar nichts digitalisiert. Muss man leider, ich würde es ja echt gerne ändern. Also dafür brenne ich ja, ne? Das ist halt schade. Passt. Also ich habe es jetzt primär auch auf die Robotik oder die Automatisierung aus diesem Kontext bezogen. Und das ist aber genau das, was ich meine, Frank. Wenn man von oben einfach festlegt, ich entwickle jetzt diesen und jenen Chip, um Daten zu sammeln, auch im Straßenverkehr, ja, wie sieht denn der Shitstorm von unten aus? Das heißt, wenn da kein Support vorhanden ist, wenn ich mich nicht in mein Auto setzen will und einfach bereit bin, meine Daten preiszugeben, wohl wissend, es hat diesen und jenen Benefit, ne? Auch Todesfälle, autonomes Fahren und so weiter, ihr wisst ja alles, was da dranhängt. Da sind viele Benefits zu holen. Ich meine, ich selbst, ich teile meine Daten. Ich habe bei meinem Handy gefühlt alles freigeschaltet, einfach weil ich die Benefits erkannt habe. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei es drum. Ne? Aber wenn dieses Bewusstsein von unten nicht entsteht, dann wird sich kein VW oder sonst wer da hinstellen und sagen, ich habe hier gerade einen KI-Chip in der Entwicklung, der eure Daten tracken wird, um dieses und jenes zur Verfügung zu stellen. Das funktioniert halt nicht. Ja, und ein letzter Satz, weil es mich wirklich so unfassbar aufregt und echt saudumm ist. Es gibt ein PEP-PT, nein, zum Volk. Es gibt ein PEP-PT-Protokoll, was von Chris Booth, was wirklich ein heller Kopf ist, entwickelt wurde, was ja auch lange in der Politik diskutiert wurde. Da gab es einen zentralen Server, auf dem das Tracking, also wie lange war ich mit wem zusammen, um dann zu sagen, wenn der positiv getestet ist, dann werden die Leute informiert. Das war ein zentraler Server, der in Europa oder Deutschland lag, mit anonymisierten Daten. Und das hat viele Vorteile, weil ich dann auf diesem Server zentral Analysen fahren kann. Es sind viele Deutsche aufgesprungen und haben gesagt, oh, alle Daten, auch wenn sie anonym sind, auf einen zentralen Server, das geht ja gar nicht. Aber bei Google, Apple auch, nicht so stark, Amazon, tun wir alle unsere Daten auf die amerikanischen Server. Klar. Und das ist kein Problem. Und sorry, das regt mich einfach auf, weil die Leute nicht dahinter wissen, was eigentlich passiert. Aber sind wir Deutschen, dann die Reichsbedenkträger springen auf. Und teilweise werden dann leider auch noch Plattformen auf größeren Talkshows geboten, wo dann so ein Blödsinn erzählt wird. Also danke, Jens, genau das. Daten sind positiv und zum Beispiel PEP-PT würde uns sehr helfen, die Wirtschaft schneller zu öffnen. Stattdessen eiern wir jetzt rum und werden wieder BER lange keine Lösung haben. Sorry, das regt mich auf. Ja, und jetzt ich muss ja noch einmal, ich meine, da brauchst du halt den Support von unten. Und ich meine, Daten, gesellschaftliche Daten sind ein Thema. In der Industrie sieht das genauso aus. Denn man will profitieren von Produktionsdaten anderer Unternehmen, um die eigene Effizienz zu steigern. Auf der anderen Seite will man aber nichts zur Verfügung stellen. Das funktioniert halt nicht. Ne? Also es muss ein Geben und ein Nehmen sein. Und da müssen wir irgendwie hinkommen, auch gedanklich. Ja. Ich würde die Perspektive jetzt nochmal größer ziehen und ich glaube, das könnte wirklich sehr spannend sein und jetzt mal in den Bereich der Nahrungsmittelindustrie, Genussgüterindustrie zu kommen und zu schwenken und begrüße dazu Herrn Emmitsch, den Gründer und Geschäftsführer von Café Cultura in Düsseldorf. Café Cultura ist vielleicht nicht so geläufig wie einige seiner Marken, zum Beispiel Treforze, so international wirklich als das Top-Produkt im Bereich von Kaffee, eben in der gehobenen Gastronomie und Hotels gilt. Und die Frage an Sie, Herr Emmitsch, wie macht sich jetzt für einen Produzenten wie Sie der Shutdown, speziell natürlich Gastronomie, Hotels, bemerkbar? Und was gibt es für Ausweichstrategien, die man fahren kann oder die Sie fahren? Vielleicht von Ihnen mal ein kurzes Wort. Wie stellt sich das denn bei Ihnen jetzt da? Und spielt übrigens vielleicht Digitalisierung und Online da auch ein damit bei der Frage, wie man darauf antworten kann? Ja, auf jeden Fall. Also bei uns ist zum Glück Kaffee wert, ob Krise oder keine Krise, Kaffee wert entweder zu Hause, in gute Hotellerie, Gastronomie, wird immer getrunken. Bei uns ist der Vorteil, wir sind sehr gut aufgestellt, breit aufgestellt. Wir liefern Fachgeschäfte,
gute Hotellerie, Gastronomie, aber auch gute Online-Shops. Und bei uns ist 70% Geschäft mit einem Schlag weggefallen, natürlich durch die Schließung von den Fachgeschäften und Hotellerie, Gastronomie. Aber wir haben nochmal Glück gehabt, dass wir quasi dadurch, dass wir auch gute Online-Shops beliefern, hat sich das Ganze ein bisschen verlagert. Dadurch, das macht nochmal deutlich, dass man eigentlich als Unternehmer, für mich persönlich war das eine Lehre, man muss immer auf Worst-Case-Szenarios ausgerichtet sein. Wenn ein Markt schließt, wenn ein Bereich nicht zugänglich ist, dass man Ausweichmöglichkeiten hat. Und bei uns ist momentan fast 500-600% das Online-Geschäft momentan angestiegen. Wir liefern alles an B2B-Händler, deren Geschäfte laufen gut. Aber natürlich ist momentan wünschen wir uns alle, dass das normale Leben wieder stattfindet und auch die Hotels und auch die Fachgeschäfte wieder eröffnen. Folgen denn die Kunden, wenn sie so ein Schiff machen, jetzt beispielsweise, dass man den Kaffee jetzt eben nicht mehr im Geschäft kaufen kann oder konnte in der letzten Zeit? Ist das denn überhaupt möglich, dass die einem jetzt in Online-Kanäle folgen? Machen die mit? Also das ist wieder das Denken von unten, Herr Dr. Gollas, ja, was Sie eben auch gesagt haben, was da ja auch mit reinspielt. Ich glaube schon, dass die Kunden folgen, aber das ist, da muss im Vorfeld schon die Arbeit gut gemacht sein. Ja, das heißt also, man muss, wenn dann gute Marken geschaffen haben, gutes Vertrauen, dass der Kunde dann folgt. Weil wenn er dieses Produkt in Fachgeschäften nicht bekommt, ist normal, dann geht er in Online-Shops. Aber hat man seine Arbeit im Vorfeld nicht gut gemacht, dann hat man natürlich dort keine Chance, dass der Kunde folgt. Ja, da wäre nochmal die Frage auch, wenn ich jetzt mir Ihren Fall angucke, da Sie offensichtlich diese Vorarbeiten gemacht haben und eben auch eine diversifizierte Kanalstrategie hatten, was den Vertrieb angeht. Wenn nochmal die Frage kurz zurück an Sana Röser, Frank Thelen. Erleben wir denn jetzt schon diesen Begriff der digitalen Dividende? Ist das festzustellen, Frank, Sana, dass die Unternehmen, die gut digitalisiert sind, jetzt auch besser performen und Dr. Kostarski hat es eben angesprochen, übrigens auch die Arbeitsplätze halten können. Sie haben ja eben den Punkt gemacht, dass Automatisierung, Digitalisierung vielleicht vorher immer so als Risiko für Arbeitsplatzvernichtung angesehen wird. Und jetzt plötzlich sehen wir eventuell, das wäre meine Frage, an Unternehmen ist es genau andersrum. Die da ihre Hausarbeiten gemacht haben, können ihre Arbeitsplätze halten. Kann man das im Markt erkennen, Frank Dehl? Ja, also doppelt unterstrichen. Das ist eigentlich auch das Grausame. Ich glaube, das ist die erste Krise, die so richtig böse zwischen Verlierern und Gewinnern unterscheidet. Wir sehen das selber in unserem Portfolio. Wir haben zum Beispiel mit ScanBot, da digitalisieren wir Dokumente, stark wachsendes Unternehmen. Wir haben ja über 10 Food-Unternehmen, das ist von Y-Food über Little Lunch, Ankerkraut, totale Wachstum stark, auch was er jetzt gerade gesagt hat, mehrere 100% im Online-Bereich. Wir haben alle Arbeitsplätze erhalten, die Teams wachsen. Und wir haben mit Central so eine Mittelstandssoftware, Business-Software, also diese Unternehmen wachsen und wir stellen da mehr ein denn je, denn die Leute brauchen jetzt diese Digitalisierung, die müssen das haben und wir kommen der Nachfrage einfach gar nicht nach. Und wenn ich jetzt das Ganze wieder so ein bisschen höher hebe auf die Welt, dann sehen wir meiner Meinung nach leider auch, dass viele Unternehmen in der Öffentlichkeit nicht mehr stark bewertet sind. Also der DAX ist gefallen, aber vor allen Dingen ganz doll sind es halt die klassischen Unternehmer. Und wenn ich mir dann wieder Shopify als US-Player, der macht E-Commerce, oder Amazon oder Tesla oder was auch immer als Digitalunternehmen ansehe, dann sind die weit vor den Peaks, vor dem Crash. Also die sind schon wieder weit, weit weg von ihrer Bewertung, als sie vor dem Crash waren. Also ja, wir erleben leider hier so eine ganz klare Spaltung und die Leute, die nicht digitalisiert haben, sind die großen Verlierer. Das tut mir auch sehr leid. Wir in unserem Portfolio haben sehr viele Gewinner, weil es halt unser Kerngeschäft ist, Digitalisierung. Sana, darf ich mal fragen, vielleicht sogar, wie sieht es eigentlich in deinem Unternehmen aus, in einem elterlichen Unternehmen? Jetzt seid ihr in der Branche tätig, ich sag mal, es geht ja, glaube ich, um Tiefbau, Zementrohre, wenn ich das richtig verstehe, typische Frauenbranche, ja. Klar. Und Zementrohre kann man wahrscheinlich direkt jetzt nicht besonders gut digitalisieren, aber erzähl doch mal, wie du es wahrnimmst bei dir, aber vielleicht im Verband auch, Thema digitale Dividende.
Ja, also natürlich, klar, die Familienunternehmen oder die Unternehmen generell, die vorher schon gut digitalisiert waren, die sind jetzt im Vorteil. Ich muss aber trotzdem sagen, dass es auch vorher nicht so düster im Mittelstand aussah, wie es oftmals der Schein war. Das heißt, die Familienunternehmen sind trotzdem vorne mit dabei und natürlich die, wo vorher vielleicht nicht voll digitalisiert waren, die haben das in den letzten Wochen sehr schnell auf die Reihe bekommen. Das heißt, von analogen Geschäftsfeldern in digitale haben umgedacht, haben geschaut, was muss ich in meinem Geschäftsmodell verändern. Das ist natürlich war ein richtiger Katalysator jetzt, die Krise. Wenn ich jetzt natürlich bei uns ins Familienunternehmen schaue, wir machen seit oder produzieren seit mittlerweile oder nahezu 100 Jahren Stahlbetonrohre, Betonfertigteile. Da haben wir eine Produktion, die Mitarbeiter müssen natürlich da sein. Wir brauchen die Leute, die Schippe in die Hand nehmen. Und die Verwaltung, klar, momentan im Homeoffice. Also wir sind mit unserer Produktion schon vor der Krise automatisiert gewesen, wie in der Automobilindustrie, also auf dem Stand. Von daher kann ich nur sagen, bei den Familienunternehmen im Mittelstand haben schon vor der Krise die Unternehmer digitalisiert, wo es nötig war und wo es ging. Aber natürlich jetzt war die Krise ein Katalysator, nochmal andere Bereiche umzudenken und auch digital noch aufzubauen. Also von daher sehe ich jetzt da nicht so schwarz, dass wir da vollkommen knocked out sind in vielen Branchen. Und nochmal ganz wichtig ist mir festzustellen, dass die Digitalisierung ja nur das Startbrett ist für den nächsten Technologiesprung. Also ob da Roboter kommen, ob da digitale Währungen kommen, was auch immer da alles kommt. Wenn ich unten drunter nicht die Digitalisierung habe, dann kann ich diese ganzen großen Sprungbretter, die da jetzt alle noch kommen, nicht mitnehmen, weil die sind quasi inkompatibel zu einer analogen Welt. Also daher auch nochmal wichtig, dass wir diesen Sprung machen, um dann jetzt die nächste Technologiegeneration mitnehmen zu können. Was ich an der Stelle vielleicht noch sagen muss, was viel drastischer ist, eigentlich zu erkennen, dass wenn auch wir als Unternehmen und viele Familienunternehmen sitzen einfach im ländlichen Raum, es ist so, die sitzen nicht in den Ballungsgebieten und im Stadtzentrum, dass wir einfach nicht die richtigen Rahmenbedingungen haben. Und da haben wir in Deutschland echt was verpennt und verschlafen. Das haben wir schon seit Jahren, sagen wir, wir brauchen ein Digitalturbo, wir brauchen eine digitale Verwaltung, wir brauchen einen guten Breitbandausbau und. Und das kommt uns natürlich jetzt, das ist natürlich der große Nachteil, den wir jetzt momentan haben, dass wir darunter leiden und auch viele, viele Familienunternehmen. Sandra, trotzdem möchte ich nochmal konkret bleiben, quasi in den Unternehmen und in unserem Denken. Und diese Veränderung, die Sie alle jetzt angesprochen haben, die bedeutet ja auch, dass wir alle im täglichen Geschäft einfach anders rangehen, vielleicht auch methodisch und auch mentalitätsmäßig. Und deswegen möchte ich gern den Dr. Philipp Oleinik jetzt zu uns rufen. Er ist also Buchautor, der sich eben auch mit Prozess, Methodik auseinandersetzt. Aber er ist auch Geschäftsführer beim Evolu Consult und sie beschäftigen sich eben tatsächlich mit solchen Prozessstrukturen. Also was für eine Methodik müssen wir eigentlich jetzt in unseren Unternehmen ansetzen, um all das umzusetzen, von dem wir jetzt gesprochen haben? Wie können wir also darauf reagieren, dass wir auf Krisen, auf große, aber auch auf kleine, auf Megatrends, auf tägliche Herausforderungen besser reagieren können und besser gewappnet sind in unseren Unternehmen? Meine Erfahrung ist, dass viele Unternehmen es einfach nicht gewohnt sind, datenbasiert zu arbeiten, mit digitalisierten Umgebungen zu arbeiten, sondern sehr stark prozessorientiert arbeiten und sich stark darauf verlassen, wenn ich meinen Prozess richtig durchführe, dann wird das Ergebnis schon stimmen. Also der Umgang mit Daten und die Unternehmenssteuerung mit relevanten Daten aus dem Unternehmen heraus ist in vielen Unternehmen ungewohnt, ist nicht Usus und ist zum Teil auch bei den Führungskräften nicht vertraut und man steht dem skeptisch gegenüber. Und Sie haben, wenn ich kurz einhaken darf, auch in einem Gastbeitrag das bei uns geschrieben, es kommt irgendwie auf zwei unterschiedliche Fragen an. Vielleicht können Sie uns die nochmal sagen, um diesen Unterschied zwischen Prozessorientierung und Ergebnisorientierung in Unternehmen klarzumachen. Mir hat das jedenfalls sehr viel gebracht. Vielleicht können Sie uns da teilhaben lassen. Ja, also mit prozessorientierter Unternehmenssteuerung meine ich ein Vorgehen nach der Fragestellung, habe ich das getan, was ich tan möchte, was ich tun möchte oder was ich tun soll. Und die ergebnisorientierte Unternehmenssteuerung würde fragen, habe ich das erreicht, was ich erreichen muss? Ja, und diese Frage nach dem Zustand, den ich erreichen will, den stellen sich viele Unternehmen bei der internen Steuerung nicht. Sie
warnen zu wenig in Zuständen, die erreicht werden sollen. Und sie überprüfen zu wenig, habe ich diesen Zustand so auch erreicht? Sind meine Inhalte so, wie ich sie haben möchte? Habe ich das zu den Kosten erreicht? Habe ich die Qualitätskriterien erreicht, die ich wollte? Habe ich den Termin geschafft? Sondern man verlässt sich zu sehr auf die Prozesse, die man mal definiert hat und arbeitet eben nach diesen Prozessen. Aber diese Prozesse werden häufig zu selten auch nachgezogen. Die Mitarbeiter beteiligen zu wenig an der Prozessgestaltung. Der Herr Dr. Kotlarski hat vorhin schon gesagt, man braucht mehr Mut auch von unten mitzugestalten. Genau das ist damit auch gemeint. Die Mitarbeiter sollten mehr Eigenverantwortung übernehmen, mehr mitgestalten und mehr selber nach dem Motto arbeiten, was will ich eigentlich erreichen und habe ich das dann geschafft? Und die aktuelle Situation, dass viele auch aus Homeoffice gearbeitet wird, verschärft ja eigentlich nochmal diese Fragestellung. Ne? Also auf welcher Datenbasis? Und ich fand das auch ganz interessant, also um es mal ganz konkret zu machen, Sie sagen, also die Zeiten sind auch vorbei, wo wir zum Beispiel große Runden haben, regelmäßige Runden in weiten Abständen, sondern auch da müssen wir schneller werden. Es sind eher die kleinen Runden, die aber dann häufiger stattfinden. Also dass wir einfach in unseren Unternehmen diese Agilität auch hervorrufen. Ja, also ich begleite viele Projektteams bei der Steuerung ihrer Projekte und auch übergeordneter Programme. Und ich beobachte hier, dass Projektsteuermeetings oft zu selten durchgeführt werden. Das heißt, es haben sich zu viele Änderungen angestaut bis dahin. Und die Entscheidungen oder die Themen, die in den Projektmeetings besprochen werden, die sind zu wenig faktenbasiert. Die verwenden zu wenig die Daten, die eigentlich verfügbar wären oder die man eigentlich vorher verfügbar machen müsste, damit man verlässliche, fixe Entscheidungen treffen könnte überhaupt. Ne? Das Ganze wird, oder diese Art der Kommunikation wird noch schwieriger, wenn man das remote durchführen muss. Wenn man sich hier auf verlässliche Daten verlassen kann, die man im Vorfeld schon vereinbart hat, ne? Dass man die als Entscheidungsgrundlage nimmt und dass man sich über die austauschen möchte, dann ist das remote sehr viel einfacher durchzuführen. Und das Vertrauen zwischen den Mitarbeitern wächst auch stark an. Und das Vertrauen untereinander ist auch ein ganz wichtiger Aspekt bei der virtuellen Zusammenarbeit von Teams. Ja, das sind die Dinge, mit denen wir zu tun haben werden. Jens de Boer, Düsseldorf, ruft nochmal Hamburg. Also ich muss schon sagen, wenn ich das jetzt, wir sind eine Viertelstunde schon über der Zeit, würden jetzt langsam auch in den Schluss kommen. Wenn das nicht mal eine spannende Runde war und vor allem ein Perspektivbogen zu Beginn mit Sigmar Gabriel, der quasi sogar die internationale Ebene völlig zu Recht übrigens aufgemacht hat, mit der großen Fragestellung, ob wir da in eine bipolare Weltordnung kommen. Frank Thelen, die uns ja auch ganz konkret, Sie haben es auch nochmal thematisiert, ja betreffen wird. Wir sind von Plattformen abhängig, welche werden wir nutzen? Die der Amerikaner oder die der Chinesen, übrigens bei beiden geben wir freiwillig unsere Daten ab, das haben Sie eben gesagt, völlig zu Recht. Ja? Bei den Amerikanern geht es halt Unternehmen, bei den Chinesen geht es an den Staat. Und ich meine, das war eine wirklich ganz, ganz, für mich jedenfalls, ganz, ganz spannende Runde. Und Herr Dr. Oleinek, wenn Sie sagen, wir müssen häufiger uns treffen und häufigere Runden haben, dann ist das quasi der Ball, den ich jetzt nach Hamburg spiele, Jens de Boer. Wir müssen es häufiger machen. Ja, vielen Dank, Michael. Also wir machen es ja häufiger und ich fand das auch heute sehr belebend. Ich habe mir auch nochmal eine Zahl rausgeschrieben. Die Deutsche Bank, wo Sigmar Gabriel Aufsichtsrat ist, ist zurzeit 13 Milliarden wert. Ich war im November, habe ich den Zoom-Gründer besucht, Eric Yuan. Und ich habe gerade gesehen, der ist jetzt bei 43 Milliarden. Als ich ihn besuchte, war er, glaube ich, bei 30 Milliarden. Jetzt ist er bei 43 Milliarden. Und das ist in San Jose ein kleines Bürogebäude. Da sitzen ein paar Leute mit Rucksäcken, laufen da rum und machen natürlich einen guten Job, wie wir sehen, weil wir benutzen gerade die Plattform. Aber es macht schon Angst. Ich würde mal sagen, fußballerisch ausgedrückt, liegen wir gerade 5-0 hinten oder 7-0 hinten. Und das, was Frank Thelen sagte, das sollte uns alle irgendwie wachrütteln. Wir brauchen da eine Perspektive. Wir müssen erkennen, dass Corona unsere Schwächen gnadenlos gerade freilegt. Und ein Weiter-so kann es irgendwie nicht geben. Und das macht Mut, dass viele Leute hier einschalten, dass viele Leute die Impulse mitnehmen. Und von daher, ja, merci an alle aus Hamburg. Morgen geht es weiter um 11 Uhr. Erste Hilfe wird angesagt. Und zwar, unser Thema ist Notfallplan, wie ich mich und mein Unternehmen auf die Krise vorbereite. Und dann nächste Woche haben wir Restart-Woche, unter anderem mit Mario Ohofen, Präsident des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft.
Zukunftsforscher sind an Bord und auch der Chef von Covestro, DAX-Unternehmen, Dr. Markus Steilemann, der wird uns auch erzählen, wie seine Perspektive ist. Und da werden wir genau diese Themen, die wir gerade gesprochen haben, werden wir weiterverfolgen, wir werden sich vertiefen und wir brauchen einen neuen Spirit. Und das kam eben auch durch beim Chat. Es ist einfach, sind viele tolle Anregungen da. Schade, dass wir sind sehr voll heute, wir haben viele Gesprächsteilnehmer, aber da sollten wir auch nochmal drauf eingehen. Wir werden das auch redaktionell weiter, sagen wir mal, verfolgen. Und wir brauchen eine Vision. Wir brauchen eine Vision für Deutschland und die muss auch digital sein. Da muss einiges passieren. Da kann ich einfach nur, bei mir steigt auch der Adrenalinspiegel und der Puls steigt da einfach. Ich bin ja auch im Beirat von DocuSign, erlebe die amerikanische Haltung dort und sehe, was sie mit China machen. Freunde, wir müssen aufwachen. Das ist keine Frage und schaltet morgen wieder ein. Danke nach Düsseldorf. Danke an alle, die heute dabei waren. Und lasst uns dieses Format, das ist ja neu aus der Krise auch geboren worden, weiterführen und gucken, dass wir alle davon lernen und Takeaways mitnehmen.